Ist sogar ein Bild. Hallo und herzlich willkommen zusammen. Die Bildqualität ist noch ein bisschen schlecht, aber vielleicht kommt die noch ein bisschen. Aber es ist auch noch recht dunkel draußen, muss ich sagen. Meine Haare liegen auch total komisch, wenn es gerade so auf. Ne? Es sind noch ein bisschen nass. Bin erst seit kurzem wach, deswegen. Aber die Sonne kommt auch gleich, das heißt, es wird auch gleich hier ein bisschen heller im Raum. Ja, hi erstmal zusammen. Wir spielen wieder mal eine Runde SSO. Gestern haben wir damit aufgehört, heute fangen wir damit an. So. Okay. Gut, den Top-Chat stelle ich mal auf Live-Chat. So, dann haben wir das auch. Der Twitch-Chat ist da, ein Zuschauer ist da. Hallo, ein Zuschauer. So. Sound resumed. Okay, passt soweit. Also ich werde heute nur wieder ein paar Rennen machen. Also jetzt nichts Großartiges, ne? Das ist einfach nur die Rennen am Morgen und so. Weil ich will mein Pferd jetzt irgendwann mal demnächst auf Level 15 bekommen, dass ich mal mit dem nächsten Pferd weitermachen kann. Und das ist ja jetzt halt immer noch das Weihnachts Urpferd sozusagen. Ja, also von daher. Mal gucken, wie weit ich heute komme. Oben liegen meine Haare wirklich total komisch. Das ist total schlimm heute. So. Eigentlich wollte ich auch schon ein bisschen früher starten, aber ich dachte mir so, wenn ich noch früher starte, dann schaut das recht keiner zu. Und so haben wir zumindest einen Zuschauer. Und ich musste vorhin noch ein bisschen was erledigen, die Bank duschen und so weiter, musste erstmal richtig wach werden. Ich weiß eh nicht, warum ich meine Urlaub immer schon so früh aufstehe, das ist ja auch schon wieder so das Thema. So, Ziel. Hallo. Ah, ich habe ein maximales Limit. Eigentlich muss ich das ausnutzen, muss mir auch was kaufen. Aber ich habe jetzt meine Schillinge voll. Das heißt, ich glaube, ich düse heute sogar noch mal ins Shopping Center oder so. Mal gucken. So, nächste Runde. Hallo, ich möchte gerne das Rennen annehmen.
Ups, was soll ich denn hier? Was gibt's denn hier eigentlich Schönes? Pink? Beziehungsweise rosa? Es wird nicht besser. Ah, hier kommt noch ein bisschen rot. Valentinstag ist ja vorbei, ne? Ich gehe jetzt hier einfach wieder raus. Tschüss. Wird wahrscheinlich eher alles morgen weg sein. Morgen ist ja Mittwoch, morgen kommt ja das nächste Update. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann das ganze Valentinstagszeug wieder weg ist. So. Gut. Also mein Ruf kann gar nicht mehr besser in Moorland werden, als er jetzt schon ist. Ja, ich bin da, glaube ich, top. So. Jetzt muss ich mal einmal ganz kurz. Tanja schickt mir gerade ein Uncool bei Snapchat. Ich weiß gar nicht, was sie hat. So. Nee, weil mir ist gerade noch aufgefallen, ich habe bei Snapchat heute noch gar nicht gepustet. Und ich habe ja mit einigen Leuten ein paar Flammen. Und bevor die draufgehen, puste ich einfach mal kurz was. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Leute bekommen jetzt was von mir. Und raus damit. So. Und weiter geht's. Und natürlich kenne ich den Weg. Ich habe ja gestern wieder so getan, als ob ich den Weg nach Fort Pinter nicht kenne. Ne? Bin da total den Unweg gerannt. Gereitet. Aber eigentlich weiß ich den Weg. Und ich zeige ihn euch jetzt einfach mal. So. Man reitet also hier lang. Dann biegt man rechts ab. Reitet weiter. Wer ist eigentlich der eine Zuschauer, der gerade zuschaut? Du darfst doch gerne mal im Chat schreiben. Also heute bin ich auch nicht bei Facebook Live, weil das heute wahrscheinlich eher eine recht kurze Runde wird. Oh, hier ist irgendwas Valentinstagsmäßiges. Ist es vielleicht hier oben? Hätte gepasst, wenn es jetzt hier oben wäre. Ich hasse ja auch alleine bei Mario die Sternsuche-Dinger, ja. Ah, ich verlasse das Gebiet, ich bin jetzt raus. Okay. Gucke ich es einfach mal auf der anderen Seite. Mein Gefühl sagt dir, ja, als ob es mein Gefühl ist. Also irgendwo muss das ja hier sein. Hier bin ich auch schon wieder raus. Hallo, wollen wir Freunde werden? Ich bin so ganz alleine hier in SSO. Hallo? Hallo? Dann nicht. Mein Gefühl sagt mir immer noch, dass hier irgendwas sein soll.
Vielleicht ist hier unten was. Nee, da verlasse ich es wieder. Nein, zurück, zurück, zurück. Aber ich kann auch gleich erstmal das Fort Pinterin machen. Vielleicht reite ich ja dann zufällig an den Brief vorbei. Weil hier verlasse ich schon wieder. Es muss dann eigentlich hier vorne irgendwo sein. Also hier irgendwo. Ist da unten am Strand irgendwo ein Brief? Aber wahrscheinlich. Ja, nee, ich dachte es mir schon. Ich verlasse dann wieder den Punkt. Hier geht's wieder los. Da! So gut. Abgeben muss ich es wahrscheinlich in Fort Pinter, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wahrscheinlich sogar bei James, da wo ich jetzt eh hin muss. Oder kann ich hier schon was abgeben? Nee, hier nicht. Gut. Ab nach Fort Pinter. Aha, Uli und Tanja sind sogar noch online. Interessant zu wissen. Was? Hier gibt es noch einen Valentinsbrief? Da muss ich den anderen tatsächlich wahrscheinlich woanders abgeben. Na, ich mache jetzt erstmal das Rennen. Ach nö, warte mal jetzt. Das ist ja jetzt hier direkt um die Ecke, ne? Wenn die es so günstig hinpacken. So. Dann machen wir doch mal das Rennen erstmal. Ich glaube, so still war es noch nie im Chat. Also ganz am Anfang, wo ich noch unter 100 Abonnenten hatte und so weiter, ne, da war es auch so ganz still. Aber so still wie heute? Kann ich gar nicht verstehen. Ne? Das ist, wir sind innerhalb der Woche. Wir haben es 7.31 Uhr morgens. Und es gibt auch ein paar Leute, die krank sind, die Ferien noch haben. Die stehen auch gerne um 7 Uhr morgens auf, um hier in SSO live zu gehen. So. Hallo, ich möchte gerne die Quest abgeben. Und jetzt, wo ich die abgegeben habe, gucke ich nochmal kurz,
Hallo mein lieber, was Rivale, weiß ich was, okay. Euer Pony-Wettbewerb ist wirklich gut geworden. Das heißt doch eigentlich, dass es ja doch da war, ne? Was haben wir hier? Du bist mein bester Freund. Danke, dass du immer für mich da bist. Besonders wenn diese verrückten Pferdemädchen nach Moorland kommen. Ah, okay, das ist schon. Das ist schon ein Vermerk Richtung Moorland. Das heißt, ich gucke jetzt einmal. Einmal gucke ich jetzt hier beim Pony-Championat, ob ich da was abgeben kann. Und dann werde ich von da nochmal Richtung Moorland düsen. Ah, hier ist tatsächlich nichts. Ich kann die einfach mal so anquatschen, ne? Gucken. Hallo. Nee. Wo könnte man jetzt hier noch? Ich habe das Gefühl, dass ich auch irgendwas in Fort Pinda abgeben muss. Ich guck nochmal. Ich kann einfach mal alle Leute abklappern, die so ein Fort Pinda rumstehen. Wenn nicht, gehe ich gleich nochmal kurz Richtung Moorland auf jeden Fall. Dann kann ich nochmal bei dem Schmied vorbeischauen. Oh, ich habe einen Snapshot zurückbekommen. Wer ist denn schon wach um diese Uhrzeit? Franzi ist wach. Dann antworte ich Franzi einfach mal mit einem Snip. So. Und. Abschicken. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So. Und weiter geht's. Ja, aber hier ist glaube ich nichts. Ich werde jetzt nochmal nach Moorland düsen. Ach ja, zum Thema Bushaltestelle. Ich fand das irgendwie früher besser, ne? Dass man da auch wirklich mal warten musste, bis ein Bus kommt. Jetzt klickt man da einfach drauf und ist sofort dort. Finde ich jetzt nicht so besonders. Im realen Leben muss man ja auch drauf warten, ne? Und nicht nur einfach mal putzen, Haltestellenschild anklicken. So, ist hier irgendjemand, wo ich was... Da. Ich wusste doch, dass dieser Brief für dich ist. Ein Brief für mich, genau, ein Brief für dich. Und mein Rucksack ist voll. Das Problem habe ich eher selten. Komisch, dass es genau heute vorkommt. Was machen wir denn da am besten? Ich glaube, mein Pferd hat eh Hunger. Ich komme gleich wieder. Hallo. So.
Ich stopfe den erstmal voll mit Wassermelonen. Hier. Schmeckt, ne? Willst du noch einer? Bitteschön. Ja, hier, guck mal, du bekommst noch eine, weil du immer so brav bist. Und zu guter Letzt, eine bekommst du noch. So, jetzt hauen wir wieder ab. So, dann haben wir jetzt immer noch einen Brief. Und zwar den Brief Nummer 8. Hallo, mein liebster Rivale. Euer Pony-Wettbewerb ist wirklich gut gewonnen. Also Pony-Wettbewerb ist doch eigentlich Fort Pinter. Aber macht euch auf was gefasst. Bald werde ich Pony-Race eröffnen und ihr werdet vor Neid erblassen. Ich muss nur erst einen super Architekten finden, der umsonst arbeitet. Falls du mich mal zum Kaffee, das ist jetzt wirklich Kaffee, ja, Kaffee einladen möchtest, sage ich nicht nein. Ich glaube, wir können gute Freunde werden. EJ. Aber Derek ist kein richtiger guter Postbote, muss ich hier mal sagen. Wenn es jedes Mal passiert, dass da irgendwelche Briefe da irgendwie jedes Valentinstag abhanden kommen. Muss man ja mal sagen. So. Gut, dann suche ich doch mal jetzt, wo ich das hier abgeben kann. So, vor Pint habe ich das Rennen gemacht. Das heißt, ich düse jetzt erstmal sowieso nach Steve. Vielleicht bin ich ja bei Steve dann sogar schon richtig. Obwohl, aber ich nehme mal den Weg hier lang, weil dann kann ich nochmal kurz beim Schmied gucken. Vielleicht ist ja auch der Schmied gemeint. Was ich nicht glaube. Weil der Schmied hat, glaube ich, am wenigsten damit zu tun. Ja, wusste ich doch. Sven und Ali, moin moin, wie geht's dir? So. Dann schauen wir doch mal hier. Gut, Steve ist auch nicht die gesuchte Person. Okay, der hat doch, glaube ich, hier keinen. Das passt auch nicht so wirklich mit dem Pony-Championat. Aber auf jeden Fall erstmal das Rennen machen. Drei, zwei, eins, los geht's. Oh, ich habe einen Snapshot zurückbekommen. Ob das von Franzi sein wird? Was mich auch so leicht irritiert, wenn Franzi schon wach ist, warum ist sie noch nicht im TS? Sie hängt sonst immer durchgehend nachts im TS, ja? So. Und Sven und Ali, wie
geht's? Aber wie geht's, hab ich ja schon gefragt, glaube ich. Ne? Wie kommt's, dass du um diese Uhrzeit schon wach bist? Das wollte ich eigentlich fragen. So, dann gebe ich jetzt mal das hier auch gleich noch mit ab. Und guck jetzt mal, wer mich angesnippt hat. Tanja. Ich snippe mal zurück. So. So, dann würde ich erstmal zur Windmühle düsen. Obwohl, einmal gehe ich vorher erstmal hier nochmal Silverglade ein bisschen erkundschaften, ob hier irgendjemand ist, der noch einen Brief haben möchte. Ups, hast mich durch. Ah, gut, perfekt. Nö, ich gehe wieder raus. Achso, ich wollte ja so Windmühle. Extra Wecker für den Stream gestellt. Na okay, es war ja noch nicht mal geplant, dass ich überhaupt streame, ne? Von daher. Also ich wusste ja bis vor einer halben Stunde auch noch nicht, dass ich überhaupt live gehe. Und da ist das Rennen. Mal gucken, Level 14 sollte heute drin sein beim Pferd. So, geschafft. Ja, was steht denn hier? Kenne ich nicht. Kann es auch sein, dass du neu bist? Weil ich habe den Namen, glaube ich, noch gar nicht gelesen bei uns, oder? So. Da sind hier ganz viele Videos hochgeladen worden über Artikel 13. Sehe ich hier gerade. Irgendwie tausende Benachrichtigungen, das ist fast alles YouTube auf dem Handy, ja, das ist. Ah, ja, so. Wo könnte ich jetzt hingehen? Okay, ich könnte jetzt das komische Hasenrennen machen, aber das mag ich eigentlich überhaupt nicht. Ups, bleib stehen. Bleib. Ja, das, jetzt wisst ihr, warum ich das hasse. Ich brauchte einmal eine halbe Stunde, bis ich da alle Häschen zusammen habe. Hallo, bleib stehen. Dankeschön. Ja.
Ey, den hätte ich jetzt eigentlich bekommen können. Den hole ich jetzt. Bleib stehen. So, wie viel Zeit habe ich noch? Bleib. Komm mal, komm mal, komm mal. Komm. Ey. Ey, das ist doch. Das ist eindeutig nichts für mich. Los, komm her. Dann nehme ich dich. Ja, perfekt. Ich brauche noch 3. Und ich habe noch 43 Sekunden. Das sieht doch eigentlich noch ganz gut aus. Hallo? So. Dich nehme ich auch gleich noch mit. Und du da vorne bist mein letztes Häschen. Los, bleib stehen. Ja, perfekt. So. Und es kommen wieder 2 Snaps rein. Ja, passt. Ja, mal sehen, ab welcher Uhrzeit mehr los wird jetzt hier. Hier bei YouTube. Gestern war das, glaube ich, so ab 8:30, 9. Sind ein paar mehr Leute dazu gekommen. Da sind dann die ersten Leute wahrscheinlich wach geworden. Ja, okay, man muss auch sagen, wenn man krank ist oder frei hat oder weiß ich was, ja, dann steht man ja auch nicht schon morgens um 7 auf. Hey. Und der nächste Snapchat. Ach,
Tanja hat mit Snap wiederholt. Hi Fiona, du kommst auch gleich, das ist so schön. Ich muss dann mal los, viel Spaß noch, bye bye, bye bye, wenn und Ali oder eins von beiden. schön, dass du da warst, vielleicht sieht man sich ja mal wieder. So, im Ziel. So. Sie hört richtig durch mit den ganzen Rennen, aber es lohnt sich auch tatsächlich. Ne? Man sieht hier jetzt schon mal, dass ich jetzt schon die Hälfte geschafft habe von Level 13. Und ich habe vorhin, wo ich begonnen habe, mit dem Pferd habe ich wirklich bei Null begonnen. Ich müsste auch mal wirklich mal, jetzt wo ich die Zeit habe, müsste ich auch mal die Rufquest machen, eindeutig. Da gucke ich dann mal später. Ah, da hätte ich es abkürzen können. Zu spät. Ich kürze immer total selten ab. Hier kann ich es aber abkürzen. Ups. Und springen. So, dann machen wir das gleiche nochmal, bloß ein bisschen andersrum.
Ich sehe nichts mehr. Oder? So. Sind wir jetzt hier auch gleich im Ziel? Obwohl ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob das wirklich was wird, ne? Dass ich da wirklich heute noch das Fett auf Level 14 bekomme. Aber ich weiß ja noch gar nicht, wie lange ich heute überhaupt mache. So. Oh, ich habe eine neue Bestzeit hier erreicht. Mal gucken, ob ich das Rennen jetzt halt gleich beim ersten Mal schaffe. Ich glaube, gestern habe ich es ein, zwei Mal verkackt. Und ich muss immer noch rausfinden, wo ich den einen Brief abgeben muss. Könnte schon fast eine Bestzeit werden. Obwohl, nicht ganz. Da war ich denn doch ein bisschen zu langsam. Ups. Ich vergesse jedes Mal, ging das auch vom Pferd aus. Natürlich nicht. Ich muss absteigen. Ja, das mache ich jetzt hier tatsächlich auch noch, weil ich halt hier noch meinen Ruf eindeutig verbessern muss. Und ich reite wieder total den Umweg. Aber egal. Jetzt reite ich noch mehr den Umweg. Was will ich denn jetzt überhaupt hier? Ich wollte oben lang laufen. Ach ja. Ja, hier wollte ich langlaufen.
Seltsam. Also heil sind die jetzt nicht wirklich, aber auch nicht so, dass ich die jetzt heil machen kann. Ich gebe mal kurz einmal die Quest ab. Ja, warum laufe ich jetzt hier rum? Egal. Oder ist hier hinten noch irgendwas kaputt? Nö. Ich konnte jetzt nur diesen einen hier vorne reparieren. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt ausreicht. Doch, der will nur den einen repariert haben. Das ist ja... So, dann ist das auch erledigt. Was sagt denn eigentlich mein Ruf dazu? Warum steige ich denn ab? Ich wollte nur auf sie drücken. So. Ruf, das ist ja das komische der Gärtner, des Weingärtner. Hier haben wir es schon. Okay, dauert noch ein bisschen, bis ich bei 6000 bin. Also ich muss wirklich ein bisschen aktiver werden. Luciana Leinster, bin gerade auf Skiurlaub. Und wie geht's dir? Ja, ganz gut, wie geht's dir? Du hast also frei, ja? Ah, ich bin ein bisschen müde, so langsam wieder. Obwohl ich heute auch schlafen kann, genauso wie die letzte Zeit, aber naja. Hast du deinen Laptop dabei, Luciana? Dann kannst du ja gleich mitmachen. So. Gut, weiter geht's. Du hast Ferien und die verbringst du nicht in SSO. Ja, auch ganz okay, okay. Ja, okay, wenn man Ferien hat, ne, dann sollte es einem auch ganz okay gehen. Wenn nicht sogar gut. Ja, so ab 8 Uhr werden so die ersten Leute wach irgendwo, ne? Als ich von gestartet habe, war ich alleine hier mit einer weiteren Person, die nicht geredet hat. Ja, die kenne ich doch. Das sah gerade aus wie Tanja. Da hinten ist die Brücke, die nehme ich jetzt mal nicht. Also es könnte Tanja gewesen sein. War irgendwie ziemlich schnell wieder aus dem Bild raus. So. Die Baroness. Ach nee, das ist nicht Tanja gewesen, das war Fiona, war das. Hallöchen. Ich weiß gar nicht, wer ist denn jetzt überhaupt noch alles da? Doch Tanja und Uli sind eigentlich auch noch da. Und die Fiona ist da. Ich hab hier
Oh, wie mit der Kabelei von der Tastatur ist es ein bisschen hier gerade ein bisschen verheddert. So. Dann schreibe ich doch mal Hi. So, wo gehe ich denn jetzt hin? Wo war ich denn noch nicht? Was ist denn das da oben eigentlich noch? Jaspers Kürbisfarm und so weiter müsste ich eigentlich auch mal wieder leveln, ne? Aber will ich da auch wirklich hin? Wälder wäre sonst noch. Ich habe sogar. Silverglade Observatorium. Darkor. Ja, ich müsste mehr die ganzen Rufquests machen. Die Hüllquest ist darunter betroffen. Sunfeed Farm, Goldspur Farm. Ja, da war ich auch wirklich schon lange nicht mehr, so Sunfield Farm und Goldspur Farm und so weiter und so fort. Ich glaube, ich düse jetzt tatsächlich mal seit Ewigkeit mal wieder Richtung Jarlaheim. Mal gucken, was da so los ist. So. Abi, hi. Nehme ich jetzt die Fähre? Obwohl, wenn man nicht dahin guckt, wo man... so. Wenn ich jetzt die Fähre nehmen würde... Obwohl, ich kann doch direkt hier rüber, oder? Dahinter ist ja die Brücke und da kann ich... Ich reite den Weg. Ich muss jedes Mal nachgucken, ne? Ich bin so navigationstechnisch. Das ist so bei mir eine leichte Katastrophe. Ja, das passt jetzt. Dann bleibe ich jetzt hier und dann irgendwann gleich links. Am Fluss entlang, dann über die Brücke rüber. Ich glaube, ich bin in der falschen Höhe, oder? Ich komme irgendwie über diese Brücke rüber. die Brücke ist da oben. Aber kein Problem. Da komme ich irgendwie hoch. Da oben ist sie. Tschüss Brücke, ich komme gleich wieder. Ich glaube, hier vorne ist irgendwo so ein Abspike, wo man nach oben kommt. Oder auch nicht. Aber da ist ein Stern! Ich will diesen Stern haben. Ich will diesen Stern haben. Ich will diesen Stern haben. Und übrigens, Fiona, falls du es auch gerade siehst, ich bin jetzt nur hier wegen dem Stern. So, und... Jappada! Stern, 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 Stern. Ah, ich hab den Stern. Ich habe diesen Stern. Fiona, ich weiß nicht, ob du auch den Stern noch brauchst, aber... Ich habe ihn zumindest. Kannst dir im Chat schreiben, falls du ihn noch brauchst, dann warte ich noch kurz.
glaube, sie hat den Stern auch geholt. So. Das heißt jetzt zurückreiten, über die Brücke rüber und dann Richtung Jarlaheim. Theoretisch könnte man auch irgendwie hier rüber gleiten. Ich glaube, das habe ich damals auch gemacht. Ich weiß nicht mal, wo das war. Ich nehme den normalen Weg. Buddy joined your channel. Guten Morgen. Guten Morgen. Auch schon wach? Auch schon, hör mal. Immer noch. Buddy joined your channel. Ihr habt vorhin so komisch rumgestalkt bei mir. Guten Morgen. Guten Morgen. Nein, wir haben dich zappeln lassen. Wir haben dich nur zappeln lassen, so. Edge. Aber was denn zappeln lassen? Ja, wir haben gedacht... Du reagierst nicht! Gar nichts! Wie, ich reagiere nicht. Ja, Stunden später kommt ein Snapchat, wo du uns von hinten gestalkt hast. Von hinten? Ja, ich wollte euch mal von hinten. So. Ja, ihr habt mich doch genauso gestalkt, hallo? Ja, wir sind vor dir gestiegen, haben dies gemacht, pralala, nein, nee, mal winken können. Nein. Na, ich war kurze Zeit auch nicht anwesend, aber dann habe ich euch noch gesehen und dann wart ihr auf einmal da an der Startlinie und seid weggegangen. Bei irgendeinem Rennen. Ja. Das ist wirklich so. Naja. So, im Video war der bei den Zwillingen. Zwillinge. 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 Ja, wir sind auf Briefjagd. Du bist auf Sternjagd, wir sind auf Briefejagd. Ach, ihr stalkt sogar bei YouTube noch. Ja, natürlich. Nein, eigentlich nicht direkt. Zuschauer hat, ne? Ja, ich hab ganz viele. Was ich sagen wollte, das mit dem Stern war ja Punkt 1 Zufall. Und Punkt 2 habe ich vorhin tatsächlich einen Brief gefunden. Ich glaube, was stand da? Wo geht's nach Jarlaheim? Ich habe jetzt nicht auf dem Schild geachtet. Jarlaheim. Hey. Jarlaheim, doch, ich war richtig. Ja. Was ist da? Da tun wir auch gerade rum. Achso, ja? Was für ein Zufall. Jetzt bin ich komplett raus. Was würde ich sagen? Weiß ich nicht. Ich auch nicht mehr. Du hast einen Brief gefunden. Genau, und ich weiß noch nicht, wo ich den hinbringen muss. Was steht denn drin? Gehe zu Mc's und hol dir 2 McMuffins. Nee. Nee, warte mal, das ist Brief Nummer. Irgendwas mit Pony stand da drinne. Moment. Pockets. Ja, hallo mein lieber Rivale. Euer Pony-Wettbewerb ist wirklich gut geworden. Ach du Scheiße, kommt hier ein fetter Banner. Das ist ein bisschen übertrieben mit dem Loot hier. Ich habe noch nie so einen fetten Loot gesehen. Sorry, dass jetzt der komplette Bildschirm kurz weg war. Die Werbung wird immer größer, glaube ich. So, wer steht denn hier? Wer steht denn hier? Ach, das ist der New Picke. Ich wollte eigentlich nach Jala. Du wolltest eigentlich noch die Mail zu Ende lesen, den Brief. Ach so, was zu Ende lesen? Wollte ich? Ja. Wäre angebracht. Mache ich, wenn ich in Jala heil angekommen bin. Ja, aber ich habe mich wieder 3-4 Mal verritten. Hast du jetzt gesagt Jala heil? Heim. Ach so. Ich habe ja heil verstanden. Was hörst du hier? Ich bin müde, Entschuldigung. Das habe ich doch nicht gesagt, oder? Keine Ahnung, ich habe es zumindest verstanden. Ja. Okay, ja. Gehen wir wieder rein. Dich. Ich habe das dumme Gefühl, dass hier irgendwo auf dem Feld ist. Ja, wo man es am wenigsten sehen kann, ne? Zwischen den Sonnenblumen oder dem Mais. Aber ich glaube auch, dass mit den Briefen ist bis noch heute, ne? Ja. Ich weiß, warum wir hier so reinhauen und noch nicht im Bett liegen. Richtig. Ach, das ist der Grund. Ja, genau. Weil ich ja morgen früh wieder und so. Da hatte ich keine Zeit dafür und morgen Nachmittag, wenn ich nach Hause komme. Ist das neue Update da? Dann kommen die 9 Uhr Pferde. Oh, dein Gefühl sagt dir, dass er einen Valentinstagsbrief. Hier ist ein Valentinstagsbrief. Aha. In Jala. Ja. Ach nee. Zumindest sagt es mein Gefühl.
Echt? Also stand da. Ja, ich weiß auch, wo. Ich mein Gefühl sagt mir auch, wo du den hinbringen musst. Hm? Ach ja, so in dem Brief von vorhin, ne? Das ist Brief ja. Nummer 8. Hallo, mein lieber Rivale, euer Pony-Wettbewerb ist wirklich gut geworden. Das hätte ich nie gedacht. Aber macht euch auf was gefasst. Bald werde ich mein Pony-Race eröffnen und ihr werdet vor Neid erblassen. Ich muss nur erst einen super Architekten finden, der umsonst arbeitet. Falls du mich mal zum Kaffee, dass du wirklich Kaffee einladen möchtest, sage ich nicht nein. Ich glaube, wir können gute Freunde werden. Hinter Bonnieren. Da war ich. Nein. Ja, doch, da war ich. Ich war in Fort Pinter. Ja, wahrscheinlich davor. Du meinst mal... Ach, shit! Das Ponyrennen! Meiner ist hier oben. Ich war beim Pony-Championat. Nein, beim Pony-Vorarbeiter. Wie beim Ponyrennen, wo du nur mit dem Pony teilnehmen kannst. Ach so! Am shit. Strand da unten, weißt du, wo ich meine? Ja, ich weiß, wo du meinst. Ich war beim Championat und hab mich gewundert, warum es da nicht ist. Ja. Tanja, mein Bild war hier oben bei dieser Holzbrücke da, wo dieser Vorarbeiter steht. Mein Bildschirm hat sich gerade komplett umgedreht. Was hast du denn angestellt? Brücke, Vorarbeiter. Das ist eine Brücke, aber da ist kein Vorarbeiter. Moment. So, wo ist hier ein Brief? Wo ist hier ein Brief? Hier wo von dieser GED oder wie das heißt. Ach, von den GED-Mitarbeitern. Da war jetzt mein Brief. Okay. Hallo, Wand. Ich verlasse das Gebiet. Nice to meet you. Ich habe ihn jetzt nicht gelesen, aber ich bring ihn mal weg. Hab zwar nicht gelesen, aber ich bring mal. Es ist ja auch zu intim und privat. Also, ja, eigentlich ist das Briefgeheimnis, ne? Ich finde es frech, dass wir das einfach lesen. So, ich verlasse schon wieder das Gebiet. Ja, verdammt, ich geh da hoch. War der oben direkt bei dir? Ja. Auf diesem Holzsteg? Nee, bei mir nicht. Bei mir ist der nicht. Wo ist die Truhe? Komm her. Musstest du den nicht oben abgeben bei den Twinnies? Nein, nein, da war in dem wurde einer gefunden. Ach so. Abgeben war noch mal wo, wenn ich ihn denn dann gleich mal irgendwann haben sollte? Bei der Drake. Ach ja. Der Drake, genau. So. Und Tanja, gehst du heute noch schlafen? Oder siehst du heute wieder durch? Nein. Heute mal nicht, ja? Nein, heute mal nicht. Ganz sicher nicht. Da kann kommen, wer und was will. Ich werde nur noch die Briefe hier. Nur noch. Könnte heißen, dass ich noch eine Stunde beschäftigt bin. Und danach gehe ich aber und so. Definitiv. Ja. Also wenn du Briefe findest, lest vor und dann können wir dir zu 90% sagen, wo sie hingehören. Ja. Wenn du es wissen willst. Wenn nicht, dann... Ja, ich muss auch noch ein Vale, der das macht. Also es soll ja in jeder Stadt sein, ne? Wie ein Ort. Nein, nicht in jedem. Nicht in jedem. Nicht in jedem? Also aber in manchen doppelt und dreifach. Also es gibt, glaube ich, 10 Briefe insgesamt, ne? Mehr. Mehr? Mehr. Ja gut. Huch, ich bin dann, aus Versehen in den Hänger gerannt. Dann wird's noch lustig. Oh ja. Dann weiß ich nämlich, dass mir noch ganz viele fehlen. Wenn du sie noch alle finden möchtest, wird's lustig. Das ist absolut richtig. Wir verlängern den Stream heute auf 18 Uhr. Mach du das mal. Ja, ja. Ich wundere, dass Andi noch gar nicht da ist. Andi? Hat die auch Ferien? Nee, Andi. Ach, Andi. Der Schienenhamster Andi. Ja, ja. Obwohl, wir sind bei Facebook nicht live. Das kann ein guter Grund sein, weil da sieht er uns ja meist immer. Warum hat Uli jetzt vorhin eine Benachrichtigung bekommen, dass du on gehst oder live gehst und ich nicht? Obwohl weil wir beide die App haben und beide hatten Vlan an. Wieso? Welche App jetzt? Deine. Die Klarsichtfolien-App? Die Alufolien-App, Klarsichtfolien. Die wird doch genutzt. Achso. YouTube hat mich benachrichtigt. Ah, YouTube! Ja, weil die Klarsichtfolien-App, die funktioniert das halt nicht mehr so, wie sie funktionieren soll. Okay. Kann man die runterschmeißen? Ich hab den Brief gefunden. Ah. HGW. Danke. Vorlesen. Weiß ich immer noch nicht, ob man den. Vorlesen, da steht das gleich drin, was bei dir drin steht, oder? Das ist auch von Jana. So, mein Herz schlägt jedes Mal schneller, wenn ich dich in deinen Stücken auf der Bühne sehe. Ja, ins Theater rein verliere. Theater war doch direkt hier, einmal die Treppe runter und dann ist das, richtig, glaube ich. Genau, so. Und da blinkt das, also ist ja dieses blaue Sternchenzeug. Dann gehst du rein.
voll. Irgendwo. Also absteigen und rein da. Genau, wo's leuchtet. Da. Runter vom Gaul und rein da. Ich bin drinne. Ach, halt. Talia ist hier. Ja, sagte sie ja. Aber die hat ja mittlerweile einen eigenen Buchladen. Ja, ja. Mein Rucksack ist voll. Der Kerl macht mich fertig. Nee, mich nicht. Ach, was könnte ich denn jetzt hier? Amüsiere mich da nur drüber. Alles gut. So, darüber? Nein, da ist auch nichts. Also übrigens, Uli, nur mal zu deiner Information. Ich kriege immer die Arschkarten, wenn du vorreitest, weil meine Briefe sind dann weg. So, ich habe nämlich noch nicht, aber jetzt habe ich. Okay. Aber hey, ich hab eine Satteltasche mit Beinen, die kann ich mal auf mein Pferd draufpacken, da habe ich wieder einen Slot frei. So. Mach mal. Achso, das muss ich ja über C machen, glaube ich. So, Satteltasche. Drake. Sag mal, wo ist denn das schöne Wetter geblieben? Krake. Ja, ab heute ist betrübt irgendwie, so ein bisschen gräulich alles. Ja. Sonnenschein pur und 16 Grad. Nee, bei mir nicht. Irgendwann. Irgendwann ja. Wochenende wahrscheinlich hier. Alexa, mach mal Steckdose. Ich komme auf mein Pferd nicht rauf. Ich bin zu doof, auf mein Pferd aufzusteigen. Hörst du jetzt auf? Oder Nein. Ist hell genug? Na, nicht hell genug, aber mir geht das nicht auf die Nerven. Okay. So. Drake war doch die, wo die GED-Mitarbeiter immer abgegeben haben, ne? Ja, genau. Ja, genau, da oben. Die kenne ich doch. Hallo? So. Wo? Chris oder Dumdum? Ist mir Puppe. Gehen wir erst nach Dumdum, weil Dumdum ist Dumdum. Ja. Also, ne? Dumdum ist wirklich Dumdum. Ja, drum. Und ich will erstmal den Mister weghaben, bevor man dann, ich denke mal, New Hillcrest dürfte eigentlich recht und so zügig gehen. Ja, hinten, bei Dingsbums, bei Bumsdings. Nein, hier in dem Burgding steht auch einer. Ach so, nee, ich bin jetzt hier. Was haben wir jetzt gesagt? Dumdum. Dumdum. Wow! Was? Jetzt hätte ich mich beinahe verklickt. Mit Starcoins und so. Ja, miep miep, genau. So. Und so, dann lutsche ich mal noch einen Hustenbonbon, bevor ich Husten kriege. So. Dein Gefühl sagt, dass hier. Ah, hier gibt's noch was. Sunfield Farm ist auch noch. Ich muss jetzt gerade noch einen weiteren Brief suchen. Ja. Ich wollte hier eigentlich nur ganz kurz das Rennen machen. Und hier ist der Brief. Vorm Rennen. Ja, dann lies mal vor. Du findest einen Brief. Lange habe ich überlegt, wem ich einen Valentinstagsbrief schreiben könnte. Und die einzige Person, die mir eingefallen ist, bist du. Du bist einfach wunderbar. Wenn ich in den Spiegel schaue, denke ich, du bist so schön. Dein blondes Haar und dein schwarzer Anzug einfach herrlich. Danke an mich selbst. Von deinem einzigen und besten Freund. Moment, langsam. Wo hast du den gefunden? In welcher Gegend? Hier direkt, wo das Rennen ist, durch den Wald, hier bei Molly. Okay, Grüntal, da waren wir noch nicht. Grüntal? Nee, da. Nee, Moment. Molly das ist Café, Grün, ne? Nee, du warst richtig. Das ist beim Grüntal-Championat. Doch, beim Grüntal. Hi, willst du beim Grüntal-Championat? Ja, bring wir mal zu Frau Drake. Ist das Nummer 5? Ja. Ja, Drake. Danke. Yep. May, guten Morgen. Guten Morgen, May. Ich hab meinen. Super, ich nicht. Wie kommt es, dass du jetzt nicht schreibst, wieso machst du einen Stream, obwohl ich zur Schule muss, oder hast du heute frei? Ich krieg hier nicht mal eine Meldung irgendwie. Hatte ich den schon? Hatte ich einen ohne dich? Weiß ich nicht. Vielleicht. Oh, ich hab das Rennen. Kann sein. Im Grüntal schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. Ich war doch gestern mit Olli einmal kurz in Dumdol. Stimmt. Kann sein, dass ich den einen hier gefunden hab, weil ich kriege hier keine Meldung. Okay.
Wo musste der abgegeben werden? Bei Alonso. Oder Alfons oder Alonso. Ja, ich weiß, wen du meinst, da den Zamaya da oben im Anzug. Nee, ich kriege definitiv weder eine. Alonso durchstreichen. So, dann würde ich sagen, gehen wir nach Mykos, wenn du den schon hast. Ja. Ja. Das geht aber jetzt fix, ne? Ja, so muss das. Und das ist der letzte dann, oder? Nein, danach müssen wir noch Jorvik City, da Shopping Center und KKG. Ah ja, das müsste eigentlich auch fix gehen. Ja. Fährst du mit dem Hänger hin? Ja. Dienstplatz und Shopping Center, ne? Genau. Die zwei noch. Genau. Nach dem jetzt, ja. Ja. Also auf nach Neff-Hülkrest. Aber das Rennen mache ich dann nicht. Nee. Ah, May hat Freistunde. Bin nur am Zusammenfassen, kein Lehrer weit und breit. Dann ist das super. Dann kannst du ja ins TS kommt. Nein, Quatsch. So, Fiona. So, ich habe es geschafft. Ich kann wiederkommen. Was hast du geschafft? Ach so, dein Bildschirm war ja komplett umgedreht. Wie auch immer. Das ist wahrscheinlich Steuerung, Alt und Pfeiltaste gedrückt irgendwie. Da gibt es, glaube ich, solche Möglichkeiten, den Bildschirm zu drehen. Ich teste es mal ganz kurz. Okay. Ja, Leute, lass die Türe drinnen, Mann. Also im Spiel scheint es nicht zu gehen. Da läuft das Pferd nur. Ja, aber irgendwie gibt es da, glaube ich, so ein Kürzel, dass man da den Bildschirm drehen kann. So, dann habe ich das Grüntal-Rennen auch gemacht. Ja, aber so selbstverliebt, wie es vorhin schon war, kann es doch die Drake gewesen sein, ne? Mhm. Irgendjemand muss sie ja lieb haben. Richtig. Sie sich selbst. Ja. Ach ja. Wenn es kein anderer tut, ne? Ah, ich bin immer noch in einer leeren Gruppe, sehe ich gerade. Also oben ist er nicht. Ah, das heißt, du hattest schon eine Gruppe und irgendwie sind die mittlerweile alle weg. Na, Fiona war drin. Ja, stimmt, die habe ich gesehen. Du kannst diesen Auftrag nur annehmen, wenn ich von meinem Pferd absteige. Ah, bei mir ist er hier oben. Uli. Nein. Einloggt. Fiona ist wieder eingeloggt. So, verstecken. Spielen. In 1, 2, 3. Was ist nicht eigentlich? Achso, bis 100 zählen und so. Ich hab den Brief noch nicht. Also bei mir ist er hier oben. Parallel, wo du hochreitest am Stall. Ja, da war ich schon, da ist nichts. Ich bin aus dem Spiel rausgeswitcht. Ich wollte ja erst in die Stadt rein. Hm. Aber da kam direkt so, verlässt das Gebiet. So, jetzt sehe ich wieder was. Was funkelt denn hier so komisch? Ich nicht. Ich nicht. Und dieser scheiß Rotzmann. Es ist warm. Es wird wärmer. Es wird wieder kalt. Okay, ich muss zurück. Es ist warm. Es wird wieder kalt, hä? Hier ist es warm. Hast du eine Warm-Kalt-Meldung? Okay. Ja, ja. Also allzu groß ist das Gebiet nicht. Da wird schon wieder... Das muss doch... Ich fühle mich gerade verarscht. Hier, es ist warm. Da vorne kommt aber schon wieder, dass es kalt... Es wird wieder kalt. Das muss doch hier sein, aber hier ist niemand. Komm ich hier in das Gebäude rein? Nee. Hä, wo muss er abgegeben werden? Das habe ich vergessen. Südhof. Oh nee. Im Kreis, da wo ah, ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Das ist nicht weit, Tanne. Das wird wieder kalt. Ich weiß, einmal über die Brücke und so. Ja, aber ich finde den Brief nicht. Ich warte auf dich auf der Brücke. Ich hab dich. Es ist heiß.
Es ist kochend heiß. Und da ist er. Du hast Alexander gefunden. Ah. Er macht endlich mal die tägliche Quest. Ja, nein, ich. Es ist total dumm, dass ich bloß noch 3 Quests habe, die ich machen kann und alles andere ist mit Herzen versehen. Weißt du? Da dachte ich mal. Ah, ich glaube, ich muss beide Zwillinge finden, wa? Ja. Dann hole ich mal mein Pferd und reite noch mal ein bisschen. Ich kann mal kurz hier drinnen gucken, ob. Kann doch nicht sein, wo ist denn der? Für Versteckmöglichkeiten gibt es da hier nicht. Hast du mal auf dem Reitplatz geguckt? Ja, da kommt aber, du verlässt das Gebiet. Unter der Brücke kommt auch schon, du verlässt das Gebiet. Ich glaube, Fiona macht das auch gerade. So, ich reite mal ein Stückchen mit dem Pferd. Irgendwann muss ja die Meldung kommen, dass es heiß wird oder so. Es ist warm. Okay. Es ist warm. Es wird wieder kalt. Okay, zurück. Es ist warm. Es wird wieder kalt. Hä? Jetzt in diese Richtung. Es ist warm. Es ist heiß. Der Mühle. Das ist heiß. Da bist du. Im Sonnenblumenfeld. Ja. Wenn hier der Mähdrescher kommt, bist du tot. Brauchst du nicht mehr suchen, Olli. Ja, das stimmt. Ja, aber das ist tatsächlich, weißt du, da wird Kindern beigebracht, versteckt euch doch im Sonnenblumenfeld. Da, wo die großen Gartenfahrzeuge, hier, die großen Traktoren fahren. Richtig, genau. Ja. Wir haben früher auch im Maisfeld Verstecken gespielt. Du kannst den Auftrag nicht annehmen, ich will ihn doch nur abgeben. So, erledigt. So. Ich habe da 2 Briefe, die ich abgeben muss. Aber einer ist ja bei Frau Drake. Da düse ich jetzt mal gleich hin. Das kann doch nicht sein, Mann. Wo ist der? Ich glaube, hier vorne kommt auch noch irgendwo was, wo ich das machen kann. Ich glaube, hier bei der Windmühle ist, glaube ich, auch noch irgendein Quest. Irgendeine Rufquest. Tanja, wie schnell bist du gestern eingeschlafen? Kurz aufs Handy geguckt, festgestellt, dass die Augenlider nicht mehr standhalten wollten und Licht ausgeknipst, auf die Seite gedreht und unter die Bettdecke und weg war ich. Das also ging es tatsächlich ganz schnell. Es ging ruckzuck, ja. War dagegen halt früh. Ja. Dann solltest du vielleicht überlegen, ob du es nicht heute genauso machst wie gestern. Scheint ja was zu bewirken, dass du schnell einschlafen kannst. Ja, ja. Ich finde ihn nicht, Tanja. Aber wenn ich doch jetzt so müde bin. Ja, und dann bist du nachher wach und kannst heute Abend hier einschlafen. Ich hab dich auch gern. Aber ich bin müde. Ja, dann leg dich hin. Beklag dich nicht, dass du heute Abend nicht so geschlafen hast wie gestern. Ich bin doch sowieso immer hingelegt, das weißt du doch. Aber entweder morgens oder mittags. Aber es kann auch theoretisch sein, ja, dass es einfach, dass du so gut schlafen konntest wegen Vollmond. Nee, da habe ich noch nie Probleme mit gehabt, das wäre mir neu. Ja, nee, keine Probleme, im Gegenteil, ne? Weil es war ja Vollmond jetzt, glaube ich, letzte Nacht. Und was war die Jahre zuvor? Ha? Und diese Nacht soll ja ein Supermond kommen, ne?
Ja, habe ich auch gehört. Aber da muss ich ja eigentlich wach bleiben, weil da muss ich in meiner Kamera arbeiten. War das nicht irgendwann... Mach erstmal die Wolken weg. Aber was meinst du? War das nicht irgendwie am frühen Abend? Ja, ja, irgendwie 16 etwas, ne? Also meinst du nach meinem Mittagsschlaf, ja? Ey, an der Windmühle klebt ein Stern! Ja, ach. Den erwische ich. Ey, ich bin heute total auf Sternjagd hier. Ich hab das schon gesehen im Stream, ja. Los, komm, ich glaub, komm. Wir müssen komm, mal mit komm, Olli die komm, Sterne komm, abreißen. Komm, 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 bleib stehen, scheiß Stern! Ich warte mal eine Runde. Dann ja. Was müssen wir? Mit Olli mal die Sterne abreißen. Viel Spaß. Ich krieg die doch nie mehr auf den Schirm. Also, du weißt doch, dass ich das halbwegs hinkriege. Mhm. Da kommt der Stern, da kommt der Stern, da kommt der Stern, da kommt der Stern, da kommt der Stern. Und ich warte noch eine Runde. Wieso bekomme ich den nicht angeklickt? Wieso krieg ich den Brief nicht? Ich bin jetzt hier alles schon mindestens dreimal abgeritten. So, Stern. Stern. Stern! Ich bekomme den Stern nicht angeklickt, das kann doch nicht sein. Du musst auf die Säcke drauf springen. Ach! Warte, ich steig mal direkt einmal vom Pferd ab. Ich guck mir mal den Stream an, warte mal. Okay, da komm ich gar nicht. Ach, da klappt's. Ja, richtig. Nein, ich wollte ja nur wissen, was du jetzt da, womit du es gerade hast. Warte, ich bekomme den auch so. Der ist ja eigentlich meiner. Muss wirklich auf die Säcke rauf? Ja. Tanja, ich finde den Brief nicht. Doch. Also das Gebiet hier, das ist so klein und übersichtlich. Stopp! Also müsste man den sehen. Das Pferd bleibt aber auf den Säcken nicht stehen. Nein, du musst rückwärts Anlauf nehmen. Und dann reinspringen in den Stern, wenn du siehst, der kommt auf dich zu. Also nicht mit der Drehrichtung, sondern entgegengesetzt der Drehrichtung. Musst du Anlauf nehmen und also springen bei den Säcken und dann gleichzeitig klick, 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 Küssen hast. Hat bei mir nach dem dritten Anlauf geklappt oder so. Okay, dann nehme ich mal Anlauf. Muss gucken, wann er kommt, der Stern. Das musst du abschätzen. Schätzen. Chatzen. Da ist der Stern! Und trägt er deinen Namen? Nein. So ein Mist. Dann lass ihn hängen. Oh Mann. Jetzt bin ich losgeritten, obwohl er noch gar nicht kommt. Da, 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 da. Ich hab ihn. Ah. RGB. Danke. Herzlich. Oh, Trophäe. Du hast alle Sterne erreicht. Jo, ganz bestimmt. Warum glaubt mir das keiner? Weil wir die Questen alle schon haben. Oh, sie ist oben. Sie hat es geschafft, auf den Sack zu kommen. Ja. Aha. So, ich bring mal kurz meinen Sack weg. Wo ist er denn, verdammter Arzt? Mein Sack? Nein, der Brief. Achso, ich wollte sagen, der ist gleich bei der Mühle. Ich weiß gar nicht, warum der Tanja so lacht. Jetzt nicht sagen, wo ich hab gerade nur eine Nachricht gelesen, so, Edge. Ach so. Wo dein Sack ist, kann ich dir sagen, ohne dass ich ihn je gesehen habe. Naja, es ist nach 10, ne? So, wo bist du denn jetzt? Ja. Hey, Tanja, ich habe keine Lust mehr. Ach komm, ach Schnucki, ach Süße, komm mal her. Komm mal zu Mama. Pass auf. Wo hast du deinen gefunden? Zeigen. Ich zeige, wo ich meinen, ja? Da ist der Schadal. Bin ich da. Dann bin ich da. Und dann bin ich hier hoch. Ja, da bin ich auch schon dreimal hoch. Dann geh noch ein viertes Mal hoch. Und oben bin ich rüber gehüpfelt. Ja, da kommt bei mir aber für den Gross. Du verlässt das Gebiet. Okay. Warst du da oben an dem Haus, an dem großen Haus? Ist das da auch schon verlassen? Ja, hier oben ist schon alles verlassen. Ach so.
Im Stall drin. Auch verlassen. Um den Hänger herum. Abhänger verlassen. Hinterm Stall. Auch schon verlassen. Verlassen. Unter der Brücke. Verlassen. Auch schon dreimal geguckt. Mindestens. Muss mal gucken, hier ist eigentlich noch eine Quest. Neben der Brücke ist eine kleine Insel. Auch schon geguckt. Gibt's da noch, ne? Im Busch und so, auch nix. Hey, aber hier ist auch schon verlassen. So. Ja, CFX, der kann doch nicht weg sein bei dir. Warte mal, wenn man hier hochreitet, ne? Ah, oh, Mann! Wo bist du? Nochmal da, wo ich eben meinen gefunden habe. Mein Rucksack ist voll, ich lass die Quest. So, ich gehe nach Jana. Nach Trake. Erstens mal das Jana. Und zweitens mal, wenn du jetzt links hochguckst, hast du da eine Koppel. Da oben, dass der vielleicht oben auf der Koppel ist. Dass du nur, wenn du hier lang reitest, aus der Gegend rauskommst. Aber wenn du denn um die Ecke reitest, wieder rein. Ab hier ist ja schon wieder die Falle. Also ganz oben auch. Ganz wie du meinst. Was hat man davon eigentlich, wenn man die ganzen Briefe sammelt? Herzen. Was hat man von den Herzen? Gegenstände. Einlösbare Gegenstände. Das heißt, manchmal man kriegst du auch ein paar Münzen, manchmal kriegst du auch irgendwie Sachen wie Baguette oder Milchshake oder... Also muss man es auch heute noch einlösen. Du kannst die Herzen wahrscheinlich auch in eine Kiste packen und für nächstes Jahr aufheben. Ja, oder so. Ne? Oder du kriegst natürlich auch Zubehör für dein Pferd, so Decke und... Im Prinzip das gleiche, was du bei diesem Valentinstagsrennen bekommen hast, die Herzen. Ja, aber das ist dann, wieder das Typische, weißt du, dass du dann das halt was hast davon, aber das hat alles null Sachen drauf, weißt du? Richtig, aber es sieht halt nett aus. Aber man kann die Sachen auch, Uli macht das ja so, ne? Wie verhökert das dann einfach? Ja, bringt Geld. Klatscht aber eBay Kleinanzeigen rein. Achso, da unten. Genau. War's. Hast du jetzt Werbung gemacht? Nein. Okay. Mir war so. Ah, so. Hallo Frau Drake. Hier ist der Brief. An dich selbst. Jetzt erst. Oh, mein Rucksack ist voll. Ey, das ist doch ein Scheißspiel. Aber mein Pferd hat Hunger. Ich glaube, der will. Ah, ich kann die Herzen zusammennehmen. Ja, die, genau. Übrigens, Olli, du kannst die Herzen auch zusammenpacken. Ja, bringt nicht viel. Da habe ich nur einen Platz frei. Ach so, hast du nur zwei Herzen, ja? Ich habe insgesamt 4 Herze auf einen Haufen. Bis jetzt. Erst. Okay, okay. Aber die sind ja schon alle auf einen Haufen. Okay. Schmeiß ich Essen weg? Mit Essen spielt man nicht und das schmeißt man auch nicht weg. So. Tu doch das, was du nicht brauchst, verkaufen. Picknickkorb, weg damit. Verkauf es doch, dann kriegst du wenigstens Münzen. Ach nee, dann läufst du wieder 1000 Mal mit deinem 10.000 Kröten rum da. Ja. So, erledigt. Brief ist weg. Gib sie mir. Und ich habe Kaffee mit Milch bekommen. Und ein Baguette. Ich sag doch solche Sachen. So. Und du findest ihn noch nicht, ne? Nee. Menno. Mach doch mal einen Relog. Dann ist da vielleicht ein neuer Fundort. Nimm ich jetzt den Transport. Oh, die hat sich ausgelockt. Ja, sie macht einen Relog. I hope so, zumindest. Jo. Ja. Gott. Ah, ich nehme jetzt hier noch die Quest an. Obwohl. Einlog, geh ich mir mal einen Kapu machen. Bis gleich. Mach das. Jo, bis gleich. Bring mir einen mit. Wie lange dauert bei ihr das Einloggen? Ja. I don't know.
Knöpfe. Sie ist eingelöckt. Eingenockt. Eigentlich wollte ich heute gar nicht online gehen. Bin ich heute super wach geworden. Mhm. Hattest du wieder deinen Wagen am Kindergarten stehen, ja? Nee, ich hab. Ach ja. Ich mache jetzt Stallis. Stallis? Stallis? Gibt's Stallquest wahrscheinlich, war das typische, ich pflege mein Pferd und so. Oder sie räumt das ihr Inventar auf, was ja eigentlich eine sehr gute Sache ist. Müsste ich auch mal tun. Ach, hier, dich brauche ich auch noch. Hier. Vielleicht nächstes Jahr, nimmst du dir für Silvester vor. Ja, mit ein leeres Inventar ins neue Jahr, meinst du? Ja. Und WB, Uli. Das ist doch gut. Babychen. Und viel Glückchen. Und wird das was? Wird das was? Wird das was? Ach, jetzt ist sie da. Ja, ja? Ich bin blöd. Ich hab doch noch von gestern Abend eine Kanne Tee stehen. Oh, kriege ich jetzt keinen Kapu? Mhm. Okay, dann hole ich mir gleich noch einen Kaffee. So. Einen schwarzen Tee haben. Okay. So. Ja, wieder eingeloggt. Ups. Aber es fährt. Irgendwo gibt's hier noch Quest. Aber egal, hier ist auch ein Transporter. Ein Ticket bitte nach Fort Pizza. Oh, ich gebe Jorvik-Schillinge aus. Und ich habe Hunger. So, runter zum Strand. Wenn ich jetzt auf Anhieb die Stelle finde, ja, wo es ist mit dem Strand, dann bin ich richtig gut. Okay. Na, da, wo ich den Liebesbrief abgebe, weißt du? Mhm. Auch wenn mein Inventar ist wahrscheinlich wieder voll. Ah, ja. Ich hab ne Idee, Olli. Du kommst gleich mal nach New Hillcrest, suchst da den Brief und dann bringst du den nach Südhof zu dem Steinkreis. Du hast gespoilert! Wenn du das gemacht hast, reitest du in deinen Stall. Ja, dann habe ich halt gespoilert, aber ich habe mir nicht wehgetan. Ist doch auch schon schön, oder? Ja, ich finde es hier gerade am Strand nicht die Stelle. Kann doch langsam echt nicht werden. Da vorne. Ah, da ist es grün. Hallo, ich möchte gerne einen Brief geben. Ich möchte dafür gar nichts haben. Einmal den Brief annehmen, bitte. Ja, der Brief ist für dich. Mein Rucksack ist voll. Hau raus! Meine Güte. Weißt du, wo das versteckte Rennen ist? Ja. Da kommt erstmal, du verlässt das Gebiet. Dreh ich mich aber rum und guck mir die Wand an, dann will ich ihn. Hm. Wirklich ein Haar am Rand.
Haarscharf am Rand. Na ja, komm, ab zur Brücke. Ja. Ach, was könnte ich wegschmeißen? Was könnte ich wegschmeißen? Vielleicht einfach mal Unnötiges in den Schrank räumen? Ja, dafür müsste ich jetzt aber wieder von Polly weg. Ach, trenn dich doch von der Alten. Ah, ich hab doch Zombie-Pulver, ich mach aus meinem Pferd ein Zombie-Pferd. Oder pack's in den Schrank. Wird nicht funktionieren, weil falsche Zeit dafür. Eine falsche Zeit dafür ist schon mal falsch, weil wir haben es ja letztens getestet, ne, Tanja? Echt? Da habe ich doch aus meinem Pferd ein Mumienpferd gemacht, weißt du noch? Wo du auch gesagt hast, das klappt wahrscheinlich nicht, weil klappt nicht. Und hat es geklappt? Dann hat es geklappt, genau. Also du kannst okay. Das Pulverzeug auch noch im Nachhinein nutzen. Gut, dann hebe ich mir das für den Sommer auf, gut zu wissen. Ja. Zum Beispiel. Ja. Was habe ich denn hier noch? So, und jetzt? Bitte einmal kurz weggucken. Abholen so. Und Winter? Ja. Gott. City Center da. Genau. Es gibt mehr Weinziehens-Dinger. Aber nach Pinter reite ich okay. Jetzt. Wir müssen es ja nicht gleich übertreiben. So, ja? Mein Inventar ist voll. Jo. So, wo ist der nächste Brief, Dings? Was hast du gesagt? In Südhof, direkt am Stall ist der. Ja, wo ich da abgeben muss, nehme ich das da an. Und wenn du da bist, dann kannst du da gleich mal dein Inventar aufräumen. Ja, du hast ja gesagt, dass irgendwo... Ach, Südhof nehme ich die an, sozusagen, und muss das dann... Im Stall musst du die annehmen. Du verarschst wenn mich du jetzt gerade. Ist mir denn gelungen? Mann, ich will doch nur, dass du Platz machst, bevor du dich wieder voll haust. Ja, aber du hast doch gerade irgendwo gesagt, dass ich irgendwo noch einen Brief finde. Ich darf ja nicht spoilern. Spul zurück. Was? Soll ich es jetzt sagen oder ja. Nicht? Ja. Mann, unten am Stall in New Hercules. Da musst du suchen, in dem Gebiet. Genau. So, New und dann musst du rüberreiten tatsächlich nach Südhof in diesen Steinkreis. Ich lass mich kurz abholen, dass ich direkt am Transporter bin. Obwohl du Milch ist am Stall. Ja. Genau. Ach, wieso reite ich denn nach Pizza? So, was nehmen wir? Shoppingcenter oder Platz? Ist mir furzegal. Mene, Mene, Mu und raus bist du. Also erst Platz. Erst ID? Ja. Gut. So, ich bin jetzt New Hillquist. So, okay. Ich muss bloß noch New Hillquist Stall. Da ist es schon. Oh, boy. Gesundheit. Du bist rechts rum, dann gehe ich links rum. Du bist links rum, dann gehe ich rechts rum. Mein Gott. Haben wir es jetzt? Dein Gefühl sagt mir, dass irgendwo soll ich hin. Olli, nicht Gefühle. Das steht aber hier. Dein Gefühl sagt dir, dass hier ein Weihnachtstagsbrief. Ich will nicht wissen, wobei du Gefühle kriegst. Hallo Rosalie, suchst du auch einen Brief? Dein Gefühl sagt, dass hier ein Wein ist. Ja, bei mir ist es im Café. Nee, doch nicht. Wieso leuchtet das hier orange? Keine Ahnung. Ich bin im Café. Uli, mach mal Lala an. Ton. Oh, wie geht denn das? Dein Lied? Ja. Optionen. Ton. Ah, cool. Mhm. Das ist aber nicht die Weihnachtsvariante. Das weiß ich nicht. Aber ich habe immer noch keinen Brief gefunden. Ich suche auch noch. Komm. Ich verlasse schon wieder das Gebiet.
Was ist denn das dahinter? Ich will ein blauer Typ, der da rumläuft. Der ist breit. Was? Was? Blauer Typ? Hier kannst du die Brücke reparieren, wenn du die richtigen... Ah, ich muss die Brücke reparieren noch. Du kannst also noch nicht drüber reiten? Ernsthaft nicht? Nee. HGW! Freut mich. Nicht. Scheiße? Ja, dann repariere ich die mal demnächst, wa? Mach mal. Da hat der Südhof als Heimatstall und kommt noch nicht mal richtig hin. Ich hab den Brief, ich hab den Brief! Wenn man... Was? Da gibt es ein... Was, du hast auch Hunger, Fiona? Da gibt es einen Stern. Wenn man zur Mülltonne läuft, kommt dort ein Fuchs raus. Dem musst du ein Muffin geben. Dann lässt er den Stern los. Also bei Aidins Platz. Aha. Dann muss ich erstmal Muffins kaufen. Oh, weiß ich gar nicht. Habe ich den Stern schon? Einen Stern... Ich glaub, keine Ahnung. Ich glaube, Aidins Platz hatten wir schon alles, ne? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Irgendwo war doch... Habe ich vor lauter Albiver den Brief vergessen. Okay. Ja. Ich suche mal. So, ich muss kurz eine Nachricht schreiben. Da muss der abgegeben werden. Okay. Bei Iris. Hallo Iris. Ich bin Pupille und du? So. Hör doch auf, die Frau zu mobben. Hab ich doch gar nicht. Ich kann doch nichts dafür, dass sie... Scheiße. So, ich hab noch gar nichts. Bei der Pantomime. Mein Gefühl sagt mir die ganze Zeit, aber irgendwie... Bei Frau Pantomime musst du es abgeben. Bei Frau Pupille. Ja. Ich finde den Brief nicht. Ey, ich stürz ab. Nein, den Muffin kannst du aus dem Café nehmen, umsonst. Ach so, okay. Ja gut. Kaffee? Ja, na, um an den Stern zu kommen bei dem Fuchs. Aidins Platz und so. Ach, du bist auch bei Aidin, ja? Nee, noch nicht. Nee, ich bin jetzt hier gerade immer noch beim Stall. Okay. Hey, Blumenkürbis. Und ich verlasse gerade das Gebiet. In der Nähe vom in der Mitte. In der Nähe von in der Mitte. Da, also wo der Brunnen ist. Ja, komm einfach zu mir, ich bin schon da. Weißt du, wo der Typ auf der Treppe schläft? Hier, komm her. Das ist Frau Pupille. Frau Pille? Frau Pupille. Iris heißt sie. So. Ach so, die Iris meinst du. Mhm. So. Wieder ab zum Bahnhof. Was haben die sich eigentlich dabei gedacht, die Person Iris zu nennen? Keine Ahnung, aber ich habe jetzt einen Kater kennengelernt, der heißt ungelogen Heinz Rüdiger. Naja, ich kenne einen Hund namens Gustav. Mein Hund heißt Erna. Irgendwelche Fragen? So, ja, Erna ist auch Shopping Center. Spitzname. Ja, macht ja nichts. Die heißt ja mehr Erna, als ihr richtiger Name ist. Ja. Ich weiß gar nicht, weil ich den zuletzt ausgesprochen habe. Kenn ich den schon? Weiß ich nicht. Bijou. Hör ich jetzt so, ja. Hörst ich hab den Brief mal? Gefunden. AGW. Danke. Weißt du noch, wo du ihn hinbringen musst? Ein Brief auf dem Boden. Ja, natürlich weiß ich noch, wo ich ihn hinbringen muss. Also weißt du es nicht. Natürlich weiß ich, dass ich den hinbringen muss. Viel Spaß. Du hast doch gesagt, ich muss den nach Dings bringen, ne? Nach... Veldel. Oh. Nach Veldel. Ja. Steinkreis, Südhof. Südhof hat auch einen Steinkreis? Hä? War ja, ich da schon mal? Ich würde ja sagen, reite über die große Brücke. Aber. Und so. Ich bin schon in Südhof. So. Seit wann hat Südhof einen Steinkreis?
Ich kenne ihn nur bei Veildale. Nein, nicht dieser Steinkreis, der Baumstumpfkreis. Ach, Baumstumpf. Ja, wo und so. Du hast Steinkreis gesagt. Für mich ist das ein Steinkreis. Ja, das ist ein Grumpel. Ja. Okay. Oh. Auf jeden Fall stehen da Steine, das ist schon mal nicht. Und jetzt musst du nach Fort Pinter, um dann mit der Fähre nach Südhof zu kommen und dann den ganzen Weg dahin zu reiten. Wir brauchten nur über die große Brücke. Ich muss mich nur abholen lassen. Auch wieder wahr. Auch wieder wahr. Aber dann hast du trotzdem einen weiteren Weg. Kannst du recht haben. Hab ich. Übrigens, ich hätte es eigentlich zum Stall gehen können vorher, ne? Ich schweig. Ich lass mich doch mal abholen. Du kannst dich nicht abholen, weil du dich erst abholen lassen hast. Versuch es in 5 Minuten erneut. Hm? Na echt jetzt? War ein Scherz. Ja, hätte ja sein können, was weiß denn ich? Okay, das war der falsche Shop. Ich bin im Stall. AGW. Da unten läuft ernsthaft jemand mit Weihnachtsmütze rum? Das könnte ich sein, aber ich warte noch, bis Ostern ist. Hattest du nicht erst zu Weihnachten Osterzeug dran? Ich mach das grundsätzlich. Weihnachten kommt Osterzeug drauf und Ostern kommt Weihnachtszeug drauf. Dass euch das nicht aufgefallen ist. Ich glaube, ich hab den Brief. Ja. Ah, hier ist meine Weihnachtsmütze. Ich pack die mal auch rein. So. Ja, ich auch. Bin auch nur auf dem Weg. Den Brief hast du gefunden? Den Brief habe ich schon, ja. Ja, weißt du nicht, wo du den abgeben musst? Doch. Ganz unten. War nur erst im falschen Shop drinne. Nein. Gibt doch 2 Pferdeshops. Ja, mittlere. Die neueren. Purple Pony. Ach so, der ist in der Mitte. Fuck. Mhm. Okay. Dann eben nochmal eine Etage hoch. Also mein Inventar sieht jetzt schon etwas besser aus, ne? Was ich mal gesagt habe. Hast jetzt 3 Slots, ja? Was denkst du? Gefragt. Was denkst du von mir? Hallo, wenn das ich auf. Das willst du nicht wissen. Wenn ich aufräume, dann räume ich richtig auf. Ja. Alles gut. Da, geradeaus, gegenüber, quasi. Guck mal, Madison ist auch hier. Ja. Geradeaus von gegenüber, nebenan. Dagegen. Gut gemacht, du hast alle Valentinstagsbriefe ausgeteilt. Ja, super! Ja, dann haben wir ja alle. Tassen im Schrank. So. Ja, das nicht mehr, aber... Nee, du erst recht nicht mehr. Ich erst recht nicht mehr, ich hab die ja mal abgegeben. Das darf man geil erzählen. Die Mobs, nee. Nein, gar nicht. Am schönsten fand ich, was wir da fabriziert haben. Hä? Wo du geklingelt hast. Ach ja. Olli, ich hab nicht geklingelt. Olli, nee, stimmt, wir haben Real Life Minecraft gemacht. Richtig, aha. Ohne Bumm. Ja, du weißt doch, wie Tanja und ich an die Türe klopfen. Ja, das macht Olli ja mittlerweile auch. Wir haben ihn ja schon angesteckt. Wir haben ihn ja infiziert. Ja, mhm. Du weißt ja, wie das aha, geht, ne? Ja, ja. Okay. Oh, es kommt ein Abo rein. Moment. Will so bleiben, hat uns bei YouTube abonniert. Will so bleiben. Hallo. Auf welchem Server seid ihr denn? Wir sind auf Server 4. Auf welchem Server bist du denn? Und ja, guten Morgen auf jeden Fall. Ich wurde jetzt gerade richtig geweckt. Ich habe es gar nicht gerechnet, dass da jetzt noch jemand reinkommt um dieses Uhrzeit. jetzt kannst du nochmal erzählen. Ja, also, ich kam mit Finn nach Hause, also bei Tanja an und und ich dann da hoch Richtung Tür und hab geklopft. Ich hab aber nicht mehr aufgehört zu klopfen. Finn nur noch so, lass doch, ich hab Schlüssel. Nein, Uli, das nicht. Was macht Tanja? Stellt sich auf die andere Seite von der Tür und klopft mit. Nein, ich hab nicht geklopft, ich hab die Türklinke runter hoch. Ganz schnell, mehrfach. Das ist auf jeden Fall nicht auch anhört, zu klopfen. Ach so. Ach, auf Server 1 bist du. Also ich wechsle teilweise mittlerweile sogar schon die Server. Ich bin mal auf Server 10, mal auf 9, mal auf 8, mal auf weiß ich wo. Immer wenn Server 4 überlässt.
überlastet ist dann. Überlästert ist? Luna Schleich, guten Morgen. Ey, die Leute werden so langsam wach, ne? So wie gestern. Morgen. Um 9 werden sie alle wach. Ja, außer Tanja, die wird jetzt gerade richtig böse. Ja, ich auch. Wollt ihr nicht schlafen gehen? Sollen wir? Ich sollte, mal, der loswerden, Uli. Ich sollte der Sache inzwischen ziemlich nahe kommen. Ich gehe zumindest hin und räume schon mal so Sachen, die ich gerade nicht gebrauchen kann. Ich sehe es auch gerade mal. Man wird eigentlich gezwungen, irgendwann dieses komische Pferd zu kaufen, ne? Hier. Ich habe den Namen vergessen. Wer ist das komische Pferd? Isländer? Spirit. Oli? Spirit. Ach, Spirit. Da aber wirst du nicht so gezwungen, nö. Na, eigentlich schon, weil sonst wird die scheiß Meldung kommt. Tja, dann, wenn du dich von diesem Einblenden blenden lässt, dann. Ja. Dann schon. So, dann muss ich jetzt bloß noch nach. Zum Einkaufszentrum, da habe ich alle Briefe zusammen. Weiß ich nicht. Wird die ja dann angezeigt? Ne, glaube ich nicht, dass ich dann schon alle habe. Da fehlen, glaube ich, noch sämtliche. Aber du kannst ja mal aufzählen, wo du schon warst. Das weiß ich aus dem Kopf nicht mehr. An was erinnerst du dich? Also. Wo war ich eigentlich vorhin? Keine Ahnung, neben dir? Nee, weiß ich nicht. Hinter ihm. Also Morland habe ich auf jeden Fall, Fort Pinter habe ich auf jeden Fall. Fort Pinter ist ja sogar, glaube ich, zweimal was, ne? Also ja, so dicht nebeneinander. Wenn man das Ponyrennen mitzählt, ist Fort Pinter zweimal, ja. Genau. Ja. Dann hast du schon mal drei. Bei Fort Drake. Ich kann ja nur sagen, wie viel ich schon habe. Ich habe. 5 habe ich jetzt erst. Dann fehlen mir noch ein paar, wa? Dann geh mal nach Westkap Fischerdorf, da sind auch schon mal alleine 2. Also Golden Hill. Okay, da war ich noch gar nicht, okay. Dann ab nach Golden Hills. Wenn ich jetzt Golden Hills in meiner Liste finde. Obwohl, ich kann ja von der Kürbisfarm mich da hinkämpfen. Ja, du kannst auch von da, wo die Rennen sind, dahin. Bei Kürbisfarm wäre es. Ja, geht auch. Obwohl, ich will die Rennen jetzt gar nicht machen. Ich habe irgendwie gar keinen Bedarf, die Rennen zu machen. Ich will jetzt hier die Briefe. Ich will die Briefe. Wie geht's euch? Ja, ganz kurz soweit. Wie geht's dir? Lunalein. Shake. Außer, dass jetzt Tanja und Uli müde sind, warum auch immer. Ja. Ja, ich hab noch gar nicht. Sind erst um 6 aufgestanden oder so, weißt du? Und dann ist er schon müde. Nein, ich bin seit gestern wach. Okay, dann ist es bei dir gerechtfertigt. Ja. Und vor mir liegen meine Baldrian-Tabletten. Also mein Gefühl sagt mir, dass ich irgendwas muss. So irgendwas. Okay, Auftrags-IT. Luffiger. Was soll ich damit machen? Den kann ich nicht verschieben, nicht mal intern im Inventar. Ich verlasse das Gebiet! Ich bin abgestürzt. Der Apfel, guck dir mal den Apfel an. Horse Food Apple Basket. Ja, das ist ein Apfel, ganz normal, ja, den kannst du dem Pferd geben. Ja, ich kann den aber nicht zu meinen anderen Äpfeln packen. Dann hast du da schon 19 Stück dran. Nein, das sind 8. Okay. Ich habe Brief gefunden. Dann ist der falsch programmiert. Ich hatte nämlich ein 19er Stack Äpfel da gehabt, deswegen kann ich nicht sagen, ob das gepasst hätte oder nicht. Ich habe mir jetzt da drüber gepackt. Aber in den Schrank kannst du lagern. Ja, das geht. Aber ich weiß nicht, was ich mit dem Cupcake machen soll. Ich kann ihn nicht mal verkaufen. Vielleicht irgendwo essen. Ich habe aber auch Items, die ich reingepackt habe, die zum Essen und Trinken sind. Kaffee und
keine Ahnung, irgendwelche anderen Muffins-Gedöns. Naja, iss mich eins, iss mich gleich. So, was sagt denn der Brief eigentlich, wo ich den abgeben muss? Wo hast du den gefunden? Du bist so schick mit deinem Bart und deinem blauen Anzug. Ich bin auf dem langen Steg Richtung Stall. Da, golden. Ach, da stehe ich ja gerade fast. Und mein Gefühl sagt mir, dass hier noch ein Brief ist, kommt jetzt gerade schon. Ja. Aber ich gebe das mal kurz erstmal bei dem Typen da ab. Ja. Ach, da vorne ist er ja schon, glaube ich. Nee, ist er nicht. Da ist er. Hallo. Hallo, du hast. Ich weiß gar nicht, warum du einen Brief bekommen hast. Sieht total komisch aus, aber hier. Suche weiter. Ich habe immer noch nicht alles zusammen, das geht doch mal gar nicht. Dein Gefühl sagt, dass hier irgendwas ist. Wolltest du denn jetzt noch alle Briefe finden, oder? Ich ziehe das durch, ich mache es noch. Also ich versuche es zumindest. Ich weiß ja nicht, wie viel das insgesamt sind. 10. Ach, 10 nur? Ja, dann hab ich es ja bald. Dann hab ich es doch bald, ich habe ja jetzt schon 6. Also eigentlich 7, weil ich mache jetzt hier gerade. Nee, Quatsch, wie viel hab ich? Man bekommt dich immer ein Herz, ne? Weil ich habe 5 Herze. Also du bekommst, glaube ich, immer 2 Gegenstände. Ja, aber vorhin habe ich nur ein Baguette und einen Kaffee bekommen. Von der Drake. Von der Drake. Drake ist mir auch egal. Und die ist hier mit dem Malfoy verwandt, das auf jeden Fall. Ich finde den scheiß Brief nicht. Du willst gehen. Gute Nacht. Ihr wollt beide gehen. Achso. Vielleicht hast du recht, ich habe mir das nochmal überlegt. Ich versuche jetzt noch ein bisschen wach zu bleiben. Tatsächlich? Du wirst es dir antun? Sicher? Nein, sicher bin ich mir nicht, aber ich versuch's. Hab ich doch gerade gesagt. Aber ich geh jetzt noch Minecraft. Aber das Dumme ist dann, wenn du dann zu spät dich noch hinlegst, ja? Ja. Dann könntest du tatsächlich Probleme bekommen. Also wenn, musst du es komplett durchziehen, oder? Ja, ich weiß. Vielleicht gehe ich heute Abend um 17 Uhr schlafen. Ja, aber dann ziehst du wahrscheinlich auch durch, aber bist wahrscheinlich morgen früh um 4 wach. Ah, dann können wir morgen, übrigens, morgen wirst du für euch zur Erinnerung, morgen um 4 Uhr. 4.30 Uhr bitte, ich muss mich ja erstmal frisch machen, ja? Ja, okay, 4.30 Uhr SSO. Obwohl, ich bin morgen wahrscheinlich sogar noch unterwegs. Das klärt sich heute noch. Achso. Ja, ich treffe mich wahrscheinlich morgen mit Nala. Achso. Oh, dann bestell mal schön Gruß. Genau. Kann ich gerne machen. Und kühlen Sie mal von mir. Dann bekomme ich eine Schläge. Oh, es kommt eine Loot. Mal gucken, wie groß die Loot jetzt ist. Die Loot ist schon weg. Habt ihr gesehen, wie groß die Loot war? Weil manchmal ist die so übergroß. Zumindest war die Coin übergroß. Ich muss mal selbst mal hier meinen YouTube-Kanal. Ich gucke mich ja selbst selten zu. Jetzt suche ich bei YouTube. Mach das. Oha. Wie ist das denn jetzt noch durch mit den Briefen, Tanja? Mit den Briefen? Ja. Naja, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt noch. Ich versuche es jetzt noch, das noch irgendwie durchzubekommen. Aber ich weiß nicht, wie viel ich noch brauche. Gibt sicherlich auch ein Veldel und Firkhof ein, oder? Ah, dann sind es auf jeden Fall schon mal mehr als 10. Nein, in Dumdum sind 2 Briefe. Ja, insgesamt. Dann fehlt mir da wahrscheinlich auch noch was. Einer muss bei Alonso abgegeben werden und der andere habe ich vergessen. Oben, da weißer Baum geradeaus hoch da. Aha, ja. Das hätte von mir kommen können. Ja, aber wie heißt ich den Namen? Ich finde das herrlich. Anja, du weißt, wo ich meine. Nein, jetzt gerade nicht. Luna schreibt. Naja, bin immer noch krank, habe jetzt vom Arzt gestern nochmal für 3 Tage schulfrei bekommen. Sei doch ehrlich, du hast doch einfach nur schulfrei bekommen aus dem Grund, weil du SSO spielen willst. Nein, weil sie schulfrei bekommen hat, so.
Oder so. Hier muss doch irgendwo ein Brief sein. Also bei mir war er in der Nähe von Hexenberg. Als ob ich das Teil finde. So. Willkommen im Live-Chat. Bitte bitte achte auf den Schutz deiner Privatsphäre. Okay, mach ich. Immer wenn ich mich einlogge, wird's gerade dunkel. Was soll denn das? Mich gemobbt. Ich kann jetzt Straßenbahn fahren. Ja, darum ging's mir jetzt aber gerade nicht. Ich hatte gerade was vor. Oh. Ich wollte ja gestern eigentlich noch ein bisschen Kingdom Hearts spielen, aber ich bin nun irgendwann eingepennt. Ich hab da nicht wirklich. Hast nicht wirklich Kingdom gespielt? Nee, nicht so wirklich. Alter, das mit heute Morgen war ja echt mal so drei dumme Eingedanken. Weiß gar nicht, was du meinst. Okay. Ich habe mich einfach nur im Moorland hingestellt, weil ich wusste, da fangt ihr irgendwann mit den Rennen an und irgendwann passe ich euch ab. Und dann hast du noch nicht mal reagiert. Ich habe doch reagiert, ich habe doch einen Snapchat rumgeschickt. Ja, der irgendwie eine halbe Stunde später kam. Ich habe da erst das Foto gemacht. Da waren wir ja schon längst wieder weg. Da hatten wir Zeitverzögerung in. Ja, ja. Die Zeitverzögerung hieß Olli. Darf ich weiter mit dir mitreiten? Natürlich darfst du. Ganz gerne. Ah, Luna hat sich eingeloggt. Eigentlich müsstest du jetzt fragen, ja, kennst du dich hier gut aus? Genau, wenn du dich gut auskennst, kannst du mir auch noch sagen, wo die Briefe sind. Die sind ja bei jedem Spiel aber anders. Eben. Also ich finde den wirklich gerade nicht, ne? Ich brauche Klappen. Und ich brauche Blumen. Ich muss das Fischerdorf ganz vorsichtig abreiten. So. Von Schicht zu Schicht. Breite du mal Schichten ab. So. Am liebsten würde ich jetzt hier so Block für Block abbauen. Und dann? Ah, dann sehe ich ja, wo es ist. Weil irgendwann ist das Fischerdorf nicht mehr da. Das ist richtig. Da ist der Brief. Oh, hallo Brief. Hallo Olli. Oh, der Brief hat geantwortet. Hallo Olli. So, Olli. Mein Liebling, du bist immer das Zentrum meiner Gedanken. Auch Pate, obwohl. Geht's so Pi. Komm, Kurzversion, geht's so Pi. Absender, dein Mauseputzi. Ja, da haben wir auch, ne? Scheiße geschrien. Irgendwas ist ja immer. Zu Pi soll ich? Ich weiß gar nicht, wo die derzeit steckt an mir. Im Sumpf. Da, wo man nichts mehr sehen kann, oh, auf dem Monitor. Wo die Wölfe sind da. Und da soll ich hinfinden. Ja. Golden Hill. Also ich habe ihn einmal gesehen, dann abgebrochen, die Quest. Und dann war er bei mir woanders. Aber ich könnte dir das zeigen, wo er bei mir... Ich habe ihn. Du kannst mal sagen, wo die Pi ist. Also bei mir war die, glaube ich, zuletzt da, wo es so rosa ist. Bei der Kürbisfarm war Pi zuletzt bei mir. Nein, du musst in den Kesselsumpf. Ach, Kesselsumpf, sag's doch gleich. Ich reite mal los. Ach so, da ja. Weiß ich auch nicht, wo das ist, wa? Na, Kesselsumpf, wer kennt das nicht? Olli. Wie jetzt? Raus aus meinem Kopf! Raus aus meinem Kopf! Ich reite auf Anhieb dorthin. Mach mal. Ich guck zu. Bögen, ne? Ah.
Da in der Gegend ist übrigens auch ein Stern. Ja, da, ja. Also kurz vom Kesselsumpf. Ja. Ich wusste bis vor kurzem noch nicht mal, dass es einen Kesselsumpf gibt. So. Tja, haha, man lernt nicht aus. Oh, ich bin bei der Reiterarena. Fast gut. Reite mal Richtung Jasper. Na, ich sehe das da ganz hinten, ne? Also jetzt bin ich gerade mal bei Jasper. Passt. Da, wo die Wölfe sind. Ja, dann ist es doch da, wo ich dachte, wo es ist. Dass es da ist. Ja, dann ist es da doch. Ja, warum reitest du denn dann woanders hin? Reite ich doch gar nicht. Ja, dann ist doch alles geritzelt. Also denke ich. Du denkst, dass du denkst. Oh, Erna knurrt im Schlaf. Dann reite ich ja auf Anhieb sofort richtig. Nee, Erna knurrt im Schlaf, die träumt gerade. Ah, guten Morgen, Hund. Na? Alles gerade? Armes Mäuschen. Hm? Was hat der böse Schmetterling gemacht? Hm. Oh, mein Puschel. Jage der goldenen Schatten. Mann, ist das dunkel hier. Wow, und abgesoffen. Warum machst du das? Ich wollte neu spawnen. Du bist okay. Ins Moorwasser gefallen. Aber Eis Candy Crush Saga hat dich wieder. Eisquash heißt ja mein Pferd. Eisquash hat dich wieder. Hat sich wieder gefangen und so. Und Eisquash geht's wieder gut. So. Hast du ein Glück? Ich hab mich verritten. Mit Fritten? Mit meinen Fritten. apropos Fritten, ich werde glaube ich tatsächlich Kroketten essen. Ich habe Kroketten da. Mit Fritten? Jetzt so. Brauche ich ja dann nicht mehr, wenn ich Kroketten habe oder sowas, das gleiche. Nein. Ah, Kroketten nein! Ja. Finde ich schon, dass Kroketten besser schmecken. Ja, finde ich auch. So. Hallo, Hexe Pi. Ich hab was für dich. Oh, du hast sogar eine gelbe Quest für mich, aber die kann ich jetzt nicht annehmen, sorry. Weil ich muss noch ein paar Briefe und so, ne? Ich will ja, dass Valentinstag gerettet wird. Heute am 14. Februar. Echt? Und ja, ihr seht uns gerade nicht live, das ist eine Wiederholung vom 14. Februar. Ach ja. What? I'm in the Sumpf. Was machst du denn jetzt im Sumpf? Achso. Ich weiß auch nicht. Ich geh jetzt hier raus. Okay. So, es ist wieder hell. AGB. So, wo gehe ich jetzt hin? Jetzt gehe ich nach. In den Sumpf. Nee, da warst du ja gerade. Ach, da kam eine. Ich glaube, die Person wollte zu mir. Luna ist da. Hallo Luna. So. Ja, kann ich auch. So. Also. Ja, ja. Mein Pferd ist zwar ein bisschen fett, aber. Oh, ich hab Angst. Die bösen Wölfe. So. Dann habe ich das jetzt auch erledigt. Wo muss ich das hinbringen? Ah, ne, habe ich ja gerade hingebracht. Dann muss ich jetzt. Ich könnte erstmal Einkaufszentrum machen. Ab zum Einkaufszentrum. Das ist ja gleich um die Ecke von hier. Von Fort Pizza. Ja, ab zum Einkaufszentrum. Shopping Center. Ja. Ah, Uli. Also den Baum hat er? Uli schläft schon. Nein. Ich? Nein, den Baum hat er. This is Drake hat er. Dann macht er jetzt die zwei. Okay. Ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was ihm dann noch fehlt. Das kriege ich irgendwie alles nicht mehr offen. Ich glaube, in Dundle hatte ich nur bis jetzt. Ich glaube, in Dundle hatte ich bis jetzt nur ein Dings. Es sind aber zwei. Ja, dann muss ich da nochmal gucken. Weil ich war ja nur bei Alonso da oben.
Ich wollte zum Einkaufszentrum. Ja, aber seid ihr mir böse, wenn ich mich verziehe? Ne, zieh mal. Verzieh dich. Okay. Aber wächst mich morgen früh wieder? Ja. Okay. Wieso seht ihr euch heute nicht mehr hier? Nur falls. Das ist immer nur so ein Falls. So wie Rheinland, nur ohne Rheinland. Also. Ja, weil das Rheinland nicht in die Pfalz gehört. So. Genau. Eben. Also. Dann schlaf gut. Jo, bis später. Du nicht, Tanja. Bis später. Oder tomorrow. Ciao. Ciao, ciao. Buddy disconnected from your channel. Nee, ich noch nicht. Ich habe jetzt gerade irgendwas im Kopf gekriegt, das muss ich jetzt erst machen. Ach so. Beispiel muss ich jetzt Erde holen und eine Nacht streichen lassen, indem ich mich hinlege und Zombies nicht so nahe kommen. Aber ich sag dir jetzt nicht, welches Spiel ich mache. Nein, also Minecraft schon mal nicht. Nee. Mein was? Nie gehört. So, das. Minecraft. Apropos May, bist du noch da? Ist deine freie Stunde? Weil ich wollte eigentlich mal mit May mal wieder seit Ewigkeit mal wieder eine Runde Murder Mystery spielen. Okay. Und hi Sophia and Leona Kanal. Oder, ja, Kanal. Welcher Server? Der ist jetzt zwar auf Server 4, aber das wechselt zwischendurch auch mal. Also wir waren auch schon mal auf anderen Servern. Beziehungsweise ich, Tanja traut sich ja mal nicht. Mimimi. Genau. Also ich habe keine Probleme mit Server 4, deswegen wechsle ich. Ahem. Ja, ich weiß. Das läuft ja bei dir immer ganz gut. Ja, absolut. Genau deswegen. Genau, Luna schreibt es auch noch gerade Server 4 rein. Steht die übrigens auch da oben. Nur so zur Info, da oben steht das in der Ecke. Ja, wo ist denn hier der Brief? Ist der vielleicht sogar ganz, ganz oben? Wo war er denn bei dir? Du redest jetzt von Dumdum oder? Ich rede jetzt von Einkaufszentrum. Einkaufszentrum, bei mir war er ganz oben. Okay, ich bin jetzt auch gerade ganz oben. Und? Ich lauf noch. Und jetzt? Da, ganz oben. Sag ich doch, ganz oben. So, den Stein noch wegmachen. So. Da nicht hin. Auf dem Mond findest du einen Brief. Hey du, ich bin in letzter Zeit echt von all diesem bescheuerten Nerdzeug begeistert. Wir sollten uns einmal treffen, damit wir über Comics und Brettspiele und all deine Hobbys quatschen können. Ach, gefällt dir vielleicht auch Hockey? Die Unterschrift ist unleserlich. Was für ein Zufall. Ins Pony-Dings damit. Pony-Shop. Ich glaube, der ist in der Mitte. Das ist aber schön, dass man es auch direkt hier abgeben kann. Ja. Danke fürs positive Spoilern. Was ist für dich Ewigkeit setzen heute? Okay. Das Lustige ist, dass die Möwe mit mir rumfliegt hier, ne? Ja, ich habe das eben schon im Stream geblickt. Ja. Weil normalerweise ist die Möwe ja beim Pferd immer. Dachte ich. Ach so, die ist im Shopping Center sogar mit drin. Ja. Okay. Das ist doch cool. Die ist mit dem Bus mit dir fahren. Musst du die nicht bezahlen? Naja, Handgepäck, ne? Ach so. Okay. Hallo. Ah, hier ist Yuna. Yuna ist doch Jessie, ne? Hi. Ist Yuna. Das so. Weiß ich nicht. Na, Jessie nennt sich doch jetzt Yuna. Jessie kennst du doch auch, ne?
Ja, aber dass die sich Luna nennt, wusste ich jetzt nicht. Oder? Na okay, in Teamspeak hieß sie, glaube ich, auch jetzt Luna. Ja. Was ist denn bei den Purple Ponys los? Ah, bei Purple Pony muss ich das. Da ist er doch schon. Hi. Oh, das ist ja mal ein Brief. Ja, bitteschön, schenke ich dir. Hast du mir ein Herz gegeben? Was wäre ich? Nee, die Tante hier bei dem komischen Shop. So, dann verlasse ich jetzt wieder das Einkaufszentrum und werde jetzt nach Dundle gehen, weil Dundle fehlt mir auf jeden Fall auch noch eins. Welden, Firgrove ist nix? Whaledale ist nix und Firgrove ist nix. Nein, da waren wir umsonst. Okay, so. Also könnte es jetzt sein, dass ich jetzt mein letztes Ziel anvisiere. Wie lange machst du noch? Ich hoffe, ich lebe noch ein paar Jahre, also so früh will ich noch nicht. Lasst euch nicht verarschen. Nein. Also so an sich denke ich mal, wenn ich die Briefe fertig habe, dass ich dann auch aufhöre. Sechs Zuschauer haben wir. Hi Pferd. So. Ab zum Transporter und ab nach Dundle. Ja, nee, also wie gesagt, also ich schätze mal, spätestens in einer halben Stunde bin ich durch. So lange wird es jetzt nicht mehr dauern. Außer ich habe den tatsächlich noch irgendwo im Brief vergessen. Ich weiß nicht, wo ich dafür hin muss. Sophia und Leona-Kanal, auf welchem Server seid ihr denn eigentlich? Oh, dein Gefühl sagt mir, dass hier irgendwas ist. Okay. Ach, Brief schon gefunden. Das ging aber jetzt mal schnell, wa? Sorry für die blöde Frage. Wo warst du jetzt? Wo hast du ihn jetzt gefunden? Dundle. Ah. Aber ich bekomme den Brief nicht aufgehoben. Eine Katze. Ach, das sind nur Katzen. Das ist gar kein Brief. Ich hab nur die Herzen gesehen, weißt du, dachte, das ist ein Brief. Du bist beim Katzenzüchter, ja. Und warum kann ich die Briefe nicht aufnehmen, dachte ich mir jetzt gerade, und dann sehe ich, das sind Katzen. Ja, wäre ja auch mal Glück gewesen, dass ich das so schnell finde. Ja. Ja, klappen können. Das habt ihr jetzt gerade nicht gesehen, übrigens, ja. Das war gerade so ein bisschen Fail. Ah, ich verlasse das Gebiet, also du wende ich mir gleich wieder. So, bin gerade auf deinen gegangen. Ah, okay. Auf welchen Server warst du denn vorher? Aber du musst jetzt nicht extra für uns jetzt hier auf Server 4 wechseln. Auf den... Wie nenne ich das am besten? Auf den Server, wo es am meisten leckt, sagen wir es mal so. Ich glaube mit Server 3 zusammen. Ich glaube Server 3 ist auch nicht gerade sauber. Wart ihr eigentlich schon mal auf den neuen Server, auf Server 10? Obwohl, was ist da anders, ne? die Server sind ja eigentlich alle gleich. Richtig. Komplett. Jetzt dachte ich, jetzt habe ich einen Brief gefunden, aber das ist auch kein Brief. Wieso muss hier alles mit Herzen so leuchten? Ich verlasse das Gebiet. Ich betrete es sicherlich auch gleich wieder. Ein Gefühl sagt mir, hier ist was. Okay. Ist vielleicht da was? War vorher auf Server 7, ach so. Ja, Fort Pinter kann ich nachher gerne auch nochmal hin. Aber jetzt muss ich erstmal hier die Briefe zusammensuchen.
Ich glaube, es bin ich schon wieder so weit raus. Selbst die Vögel machen Liebe. Das ist doch lieb von den lieben Vögeln. Komm, lauf. Lauf, 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 lauf. Nö. Wo war denn bei dir der Brief? In Dundel? Also direkt in Dundel? Bei mir war er, glaub, relativ Stadtnähe. Ja. Okay, ich finde die Stadt ist ziemlich groß. War das am Stall? Ja, am Stall bin ich gerade. Aber irgendwie... Ah, ab hier an kommt das... Oh, die Meldung kam zweimal gleich hintereinander. Das muss irgendwo hier sein. Hier noch mal ganz langsam. Heiße in SSO Lila Head. Head Wolf. Okay. Aber so langsam werden die ganzen Zuschauer wach, sehe ich gerade. Ja, die kommen jetzt alle unter der Bettdecke hergekrochen. Ja, wir sind schon bei 7. Obwohl, so fies ist, glaube ich, SSO nicht, dass die sowas hinter den Häusern packen würden. Du hast ihn. Ja, leider. Gut, dass du ihn hast, aber bei mir ist er da nicht, wo er bei dir ist. Oder mach Relog. Dann findest du ihn vielleicht schon eher. So war es ja bei Uli eben auch. Die ist ja auch bei New Hildris da rumgeirrt wie nichts Gutes und... Ah, ich hab... Nee, das sind für die Katzen. Die doofen Katzen. Ach ja. Hast du auch eine Katzenallergie wie ich? Ich hab die Briefe gefunden! Ja, wie heißen denn die Katzen? Ey, die waren genau gegenüber von den Katzen. Also ja, ernsthaft? Oh wei. Lol. So. Hallo Briefe. Hallo Olli. Ja, hier sitzen zwei Hunde. Und wo muss ich die abgeben? Ja, weißt du das? Bist du so schlau? Ich weiß es nicht. Aber ich rate erstmal, wo man die abgeben muss. So. Mach mal. Meine liebe Schildmaid. Seit du die Wahl gewonnen hast, hast du dich nicht nur als eine tragende Säule dieser Gemeinschaft erwiesen, sondern du bist auch meine Säule, seit ich mich hier in Dundel angesiedelt habe. Nichts macht mich glücklicher, als an die Beziehung zu meiner Lieblingsschiffbauerin anzuknüpfen. Gut, das klingt ja schon fast danach. Alles Gute zum Valentinstag von deiner Doktorin. Oh, Doktorin und Schiffbauerin? Aha. Ja, wer ja. Wer ist es? Nix gegen gleichgeschlechtliche Liebe. Ja, es klingt irgendwo, dass ich jetzt Richtung Dings runter muss. Richtung hier...
Steg und so. Kann man machen. Kann man? Ist das etwa falsch? Wieso? Du weißt es doch, dachte ich. Hast du gerade gesagt. Dachte ich. Ja, hier steht bloß keiner. Das ist richtig. Also ich weiß eins, was man bei Alonso abgeben. Ja. Hast du schon bei Alonso was abgegeben? Nein, ich glaube nicht. Dann geh doch einfach mal nach Alonso, weil, soweit ich weiß oder du mir sagtest, warst du schon im Dundum einfinden. Also einen Brief hast du da schon gefunden. Ich glaube, dass ich... Ich weiß aber nicht, ob ich den an dem Tag abgegeben habe. So. Ja, aber es ist ja... Da war ja die weibliche Form, ne? Schiffsbauerin und so. Hm. Ja gut. Und Doktorin. Da kam noch das Wort Doktorin drin vor. Ah, das ist ja der Absender. Ich muss es ja zu dem... Weiß ich, dann musst du ja schon einen bei Alonso abgegeben haben. Ich weiß es nicht. Ich versuche mal mein Glück. Ich reite jetzt mal zu Alonso. Mach mal. So. Was? Ist bei Sigri. Wo ist denn Sigri? Ach du je. Kann beim Anhänger in Dandel warten. Kannst du auch gerne tun. Wo ist denn Sigri? Ich kann ja mal kurz zum Anhänger von Dandel gehen. Ah, die ist im Ort. Doch im Ort. Ach, da ist er ja schon. Hallo. Oben im Ort. Wo dieser Baum und so. Alle sind viel besser gestellt als ich. Da, wo der Baum ist. Hm. Nicht da, sondern noch eine Etage höher. Oh, hier knurrt. Nein, es ist nicht mein Magen. Franzi schreibt guten Morgen. Guten Morgen, Franzilein. Guten Morgen! Welchen Baum meinst du? Da oben ist auch einer. Weißt du, da wo der... Da! Ja, genau. Danke, Luna! Es gibt noch mehr Valentins, suche weiter und du findest... Dein Ernst? Ich habe es eigentlich gehofft, dass jetzt die Meldung... Ich reite mal Richtung Alonso, weil ich weiß nicht, ob ich das gestern abgegeben habe. Weil ich ja gestern so auf Rennen spezialisiert war. Ach so, aber dann müsstest du den Brief eigentlich quasi auch nochmal finden. Ja, deswegen weil ja, ne? Die Quest ist dann ja weg. Richtig, genau. Deswegen gucke ich da jetzt mal und reite dorthin. Naja, mach das. Kann beim Anhänger in Dunville warten. Okay, ich hoffe, du bist jetzt noch bei mir. Weil ich stand eben schon vor dir. Die magische Kraft wächst. Und verwandelt. Ja, ansonsten wusste ich jetzt gar nicht, wo ich jetzt noch hin könnte, ne? Wo könnte ich sonst noch, hin müssen? Hm. Ich könnte mir auch nochmal den Stream von gestern anschauen. Oder so. Also ich bin jetzt bei Alonso. Und bis jetzt kam noch keine Meldung. Also du hast jetzt noch nicht so irgendwie, dass die Meldung da und so. Richtig. Dass sich in der Nähe was und so befindet und oder ähnliches. Genau. Aber ich mache jetzt nebenbei Such- und Rettungstraining. Also was Uli und ich zum Beispiel ein paar Mal gemacht haben, ist, dass wir in den Orten jeweils ein Rennen gemacht haben. Weil dann durchkämmst du ja auch so ein bisschen die Gegend. Richtig. Genau das ist das, was ich gerade mache mit dem Nebelfall-Orientierungs- Laufgedöns. Genau. Aber ansonsten, was könnte noch fehlen? Man muss ja auch in der Nähe sein, sonst zeigt es auch gar nicht an.
richtig. Aber als Beispiel, wenn ich es gestern gemacht habe, wo war ich dann noch nicht? Aber ich muss meinen Ruf hier eh ein bisschen aufbessern, obwohl ich diese Rennen hasse, ja. Aber wenn man die öfter macht, dann wird man vielleicht schon besser. So. Das stimmt. Och, jetzt wird das schon wieder dunkel. Aber mal gut hier. Ah, ich glaube, ich habe das gemacht gehabt, weil es kommt hier irgendwo was. Oh, rechts rum. Olli, rechts rum. Ja, ich will da jedes Mal links abbiegen. Okay. Aber ich glaube, ich hätte es auch gemacht, wenn ich nicht wüsste, dass ich gestern erst das Rennen gemacht habe. Und ich habe das gestern sehr oft wiederholt, dieses Rennen hier. Okay. Nein! Ich werde das jetzt auch wiederholen. Oh, in der letzten Sekunde habe ich es doch geschafft. Der war schön. Ich werde es wiederholen. In der letzten Sekunde habe ich es geschafft. Ach, mein Herz. Jetzt wäre ich beinahe in Lava gefallen. Also nicht, dass ich Minecraft spiele. Oh, wie kannst du nur dein Pferd in Lava fallen lassen? So Pferd. Ich wäre beinahe ein Pferd. So, du wärst beinahe ins Pferd. Ich wäre beinahe ins Pferd gefallen, was? Oh Mann. Ah, da fehlt was. Ach ne, geht ja. Ach ja. So, ich bin am Ziel angekommen. Hark. Beim ersten Mal komplett geschafft, das ist auch was Seltenes. Luna schreibt, da hat sie die Karte und hat da, wo welche Briefe sind. Es gibt bei Insta ein, da wurde ein Bild reingemacht. Ey, jetzt kommt die Sonne raus bei mir. Die Nachricht ist ein bisschen durcheinander. Da hat sie die Karte und hat da, wo welche Briefe sind, Briefe gemacht. Und auf der anderen Seite, wo die Briefe sind, wen sie gehören, wo man sie umbringen muss. Hinbringen muss, meinst du, oder? Umbringen? Aua! Ich glaube, das ist T9. Okay, I hope so. Wir wollen hier doch niemanden umbringen. Sogar das Schweinchen, was hier steht. Moin. Nein, ich lass dich leben. Aber Veildale See und so weiter, ist Dinotal ist sicherlich auch nichts, oder? Nein. Veildale, Fear Grove und Dino ist nix. Und Veildale See auch nicht. Die Ecke haben wir komplett abgeritten. Und wie sieht's aus mit Epona? In Epona, da war irgendwo was, ja. Dann war ich da noch nicht. Ja. Der nächste Ziel ist in Epona. Obwohl, ich war ja von erst in Epona. Warst du bei den Zwillingen und so? In Yala? Ja, da war ich. Also, ich meine jetzt, außer dass du Ziegen gehütet hast, hast du da auch die Briefe und so? Okay. Ich warte vor den Yala, wo ihr auch da wart. Ja, das weiß ich ja, dass du da warst, als wir da waren. Aber ich weiß nicht, ob du da auch den Brief gefunden hast.
Den Brief hatte ich auch in Jala direkt gefunden gehabt. Okay. Oh, ich bin schon wieder falsch. Oh, ich bin unter der Erde. Oh, das tut mir leid. Ja, ich habe es verloren, weil ich unter der Erde bin. Oh. Aber ist jetzt auch egal. Vielleicht gleite ich ja hier irgendwie wieder raus. Ich reite gerade unter der Erde, unter den Bäumen. Ups. Jetzt bin ich fast... Ja, ich bin aus dem Berg gesprungen. Warum machst du da? Was mache ich jetzt? Ich mache jetzt mal hier einmal den Abholservice und werde jetzt einmal nach Epona gehen. Das war ja Golden Hill Quest, ne? Nee, ja. Doch. So, und dann gucke ich nochmal, ob ich da was finde. In Südhof ist nichts direkt, ne? Direkt in Südhof war nichts. Ne. Nur zum Abgeben. Nur zum Abgeben von New Hill Quest. Von New Hill Quest? Ist New Hill Quest? New Hill Quest ist ja nicht Golden Hill Quest. Nee, warte mal. Nein, weil jetzt machst du mich dumm. Da warst du schon. Also, New Hill Quest ist da, wo... Das ist zum Beispiel Epona. Ah, das habe ich ja schon gemacht, ne? Weiß ich eben nicht. Na, ich habe ja dann in Südhof das abgegeben. Das hattest du... Ah, okay. Also habe ich das doch schon. Dann hattest du es doch schon. Was gibt's denn sonst noch? Westkap Fischerdorf war ich. Wolf Hill Inn, ist da irgendwas? Nein. Auch dann haben wir Weldale. Sunfield Farm. Warst du im Fischerdorf? Ja, da war ich vorhin. Genau, da waren ja sogar zwei. Genau, das wäre meine nächste Frage. Sturmfarm. Nein, da war nichts. Da war ich nicht. Silverglade? Silverglade? Ei, jetzt hast du mich ertappt. Wenn, dann war das ganz am Anfang, aber heute waren wir da nicht. Zumindest nicht zum Briefe sammeln. Aber ich glaube, wenn hatte ich Silverglade auch schon. Ja, glaube auch. Weil das wäre mir heute aufgefallen, wo ich das Rennen gemacht habe. Genau. Nilmas Hochland? Nein. Reiterarena? Nein. New Hillquest Stall könnte ich mal gucken. Ja, New Hillquest Stall. Das ist ja da gewesen, wo du das hinterher in Südhof abgeben musstest. Achso, das war das. Stimmt. Ja, ja. Hohensicheldorf? Nein. Jaspers Kürbisfarm? Nein. Jalaheim hab ich. Hütte des Einsiedlers? Warte mal, Jala hast du, waren das nicht auch zwei? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Geht mir gerade genauso. Weiß auch nicht. Ich kann ja einfach noch mal kurz durch Jala reiten. Mach mal. Wo ist es eigentlich Sophia und Leona? Die war vorhin noch da beim Anhänger und ist dann aber irgendwie nicht mitgeritten. Bei Grüntal hatte ich ja auch einen. Grüntal hatte ich ja auch vorhin, das eine Herz. Hattest du und abgegeben, ja? Richtig. Okay. Und dann war ja noch mal eins direkt in Jala. Also habe ich doch beide gemacht. Das waren wahrscheinlich die beiden, ne? Ja. Dann hast du gesagt, bei den Zwillingen war noch was? Ja, in der Nähe von den Zwillingen, wo diese GED-Mitarbeiter sind. Da lag der Brief und abgeben musste man den... Bei Drake? Weiß ich nicht mehr. Entweder bei Drake oder im Theater. Okay, da habe ich die auch schon gemacht. Okay. Weil da war ich auch schon bei beiden. So, dann gehe ich doch mal zurück zum Stall. Ah, du kannst in Jalaheim drin und auch oben bei den Zwillingen. Ja, den habe ich beide. Wenn sie beide sind, habe ich die. Ja. So. Ich gucke jetzt sicherheitshalber, weil ich bin jetzt gerade unsicher. Ich gucke sicherheitshalber nochmal bei Steve's Farm. Wenn ich Steve's Farm finde. Da. Na
Ein Gedanke war ja gewesen, dass im Wald von der Windmühle Richtung Valedale, wie heißt der gleich? Hollowoods, ne? Ja. Dass da noch irgendwas ist. Aber da war nichts. Ah, Luna hüpft ja auch schon rum. Luna? Hm. Wenn es ein Silverglade war, war es direkt ein Silverglade? Nein. Also aber da war auch nichts. Das wüsste ich eigentlich. Reiterin war auch nichts, wa? Nein. Was fehlt mir jetzt noch? Kam bei dir auch definitiv noch nicht die Meldung, dass dir noch was fehlt? Also nicht. Also, dass du alle hast oder so? Also die Meldung kam nicht. Okay. Sehr, sehr komisch. Aber letzten Endes kriegst du sowieso nur Ramsch. Ja, richtig. Ist laut gesagt. Ja, aber du recht, hast du recht, ne? Ja. Also ich hab mehr erwartet, sagen wir es mal so. Ich finde immer Futter irgendwie noch am besten für die Pferde, aber nicht mal das, was dabei. Ja, Luna beim Schloss, das habe ich gestern schon gemacht. Also Schloss habe ich auch schon. Ich bin immer noch mit Dandel ein bisschen unsicher, ob nicht da doch noch was war. Ich könnte mir den Stream von gestern anschauen. Also Fakt ist, ich war mir nicht mehr sicher und ich muss aber gestern einen gemacht haben, wo du dabei warst. Warst du beim Observatorium? Also war da auch was? Nein, da war nichts. Das müsste ich ja wissen, wenn da einer wäre, weil ich ja alle habe. Stimmt. Also am Observer war überhaupt nichts. Def nicht. Definitiv nicht. Was ich jetzt noch machen könnte, ist tatsächlich. Ich gucke mal kurz in Dandel. Mach mal. Ich müsste meinen Heimatstall wieder woanders setzen. Südhof ist gerade ein bisschen ungünstig. Weil da läuft mir noch mal ein Stückchen ein bisschen Transporter. Und wenn ich jetzt Moorland oder so wieder hätte, ja, dann wäre es ja direkt neben dem Stall. Okay. Nochmal zu Dandel. Oh, ich bin schon fast 3 Stunden live. Ernsthaft? Ja, 2 Stunden 48. Alter, ja gut, wir haben es natürlich auch schon nach 10 jetzt, ne? Ja. Heftig. Ah, das erinnert mich an müde. Willst du dich hinlegen? Nein. Eigentlich wäre es jetzt schon zu spät. Aber auf der anderen Art ist es auch ziemlich gut, wenn du es wirklich durchhältst. Vielleicht bekommst du dann irgendwann wieder einen Rhythmus dafür. Ja. Weißt du, halt früh. Wäre mal wünschenswert, aber. Weil jeder normale Mensch geht ja eigentlich früh ins Bett. Richtig.
Oder ich weiß. Geht halt frühzeitig schlafen, ne? So wie du gestern zum Beispiel. Hm. Wann bist du eigentlich gestern schlafen gegangen? 11. Also früh. Ja, also, weiter? Guck mal, wann bist du aufgestanden? 11 ins Bett. 5:30. Das sind so, ja, 6 Stunden Schlaf. Wenn man es aufrundet. Und davor hatte ich nur 4 Stunden, für alle, die es noch nicht wussten. Ja, oder 4,5. Und so 6 bis 8 Stunden Schlaf habe ich ja auch so durchgehend. Ja. Das heißt, das muss ich noch ein bisschen besser einpendeln mit den Stunden. Und dann würde es passen. Richtig. Rein, Theo. Theo ist auch da? Rein, Theo. Oh. Rein, Theo. Nein, rein, Theo. Achso. Was? Theo ist auch da? Nein. Nee, aber in Dunnet ist nichts mehr. Franzi schreibt, komme gleich ins Tears. Mach mal! Das heißt, wir sollten so langsam den Stream beenden und offline gehen. Nein, das ist böse. Naja gut, ich meine, sie hat ja ohnehin momentan keine Lust auf SSO, glaube ich, oder? Ja, nee, SSO würde so wahrscheinlich eh nicht kommen, glaube ich auch nicht. Ja, meine ich doch. Ja. Ich will auch streamen. Ich? Was willst du denn streamen? Weiß ich nicht. Minecraft zum Beispiel. Ja, oder ETS. Oder LS. Oder wie ich schlafe. Nein, das mache ich nicht. Da gibt es genug andere Deppen, die das machen. Ich nenne keine Namen. So. Lalalala. War das böse? Nein. Okay. Ach nee, ich muss ja genau sagen, wo ich hin will. Okay! Ja gut, hier ist wieder die Sackgasse. Da waren wir ja gestern schon mal. SSO ist langweilig, schreibt Franzi. Teilweise stimmt das ja auch. Zumindest ab dem Zeitpunkt, wo es immer das gleiche ist. Ja. Und ab dem Zeitpunkt, wo man nicht mehr weiß, wo war man jetzt schon und wo muss man noch und so. Du, eine dumme Frage, gab es in Moorland auch? Nein. In Moorland gab es keine Briefe? Nein. Ich glaube nicht. Ja, ich weiß, glauben heißt nicht wissen. Aber ich meine nicht. Die Koppelinsel? Nein. Doch. Nein. Wie jetzt? Nein. Nein, 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 nein. Du sagst das jetzt einfach bloß alles so. Nein, weil es stimmt, dann nichts war. Wirklich nicht. Ganz, ganz doll ehrlich. Glaubst du mir nicht? Doch, doch, ich glaube. Okay. Ich hole jetzt erstmal meinen Stall wieder nach. Du holst deinen Stall? Echt? Mein, ja, ich wechsle wieder auf Mord. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Lol. Doch, ich muss den Typen hier ansprechen. Nee, führe ein Upgrade. Nee, ein Upgrade will ich nicht machen. Ich will einfach nur. Mach ich das im Stall? Du gehst einfach nach Moorland, gehst rein und dann sagt er dir. Ach so, ja, genau. Ja, richtig. Das ist ja dann doch so leicht, ja. Kostet oder? 25 Starcoins. Echt? Weiß ich gar nicht. Egal, ich habe 505. So. So. Ich reite jetzt mich gerade auch die Gegend noch mal ein bisschen ab. Vielleicht haben wir auch mal einen Brief gemacht, ja?
Ja. Da, weißt du noch, da wo es so verbuggt war, den einen Mittwoch, wo wir es direkt beim Updates-Tag, nee, einen Tag nach dem Updates-Tag gemacht haben? Ja. Nee, ja. Wochenende war es, glaube ich, ne? Ja, ich weiß, was du meinst, richtig. Da war ja jede Menge. Ja. Wieso sehe ich dich nicht? Gute Frage. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo du bist. Okay, Richtung Windmühle muss ich jetzt nicht nochmal. Also ich bin jetzt gerade bei Steve's Farm. Hm. Ich laufe einfach nochmal kurz durch, um zu sehen, ob hier irgendwas ist. Aber es sieht nicht danach aus. So, genau, beim Schloss kommt auch keine Meldung mehr. Da war ich ja schon. Ich glaube, man findet hier nichts mehr. Also ich jetzt zumindest nicht mehr. Dann würde ich jetzt noch... Im Einkaufszentrum ist auch nur eins, ne? Im Einkauf... Dienstplatz, hattest du das? Nein! Ja! Shopping Center und Dienstplatz, da war auch noch einer. Okay, ab nach Fort Pizza! Abholen lassen nach Moorland. Dienstplatz. Mhm. Genau da. So, dann mache ich jetzt mein letztes. Dann habe ich 100% alle. Ich bin nicht müde. Ich muss gleich erstmal was. Guten Morgen, Olli. Schlafen? Ja. Schön. Dienstplatz. So, ich bin da. Dein Gefühl sagt dir, ah, wie ich diese Menschen vermisst habe. Und ich habe den Brief gefunden. Und nein, es sind keine Katzen. Und ein Platz sieht sehr langweilig aus, das vermute ich mal, dass man das direkt am Brunnen abgeben kann. Ja, direkt am Brunnen nicht, das war irgendwo auf dem Hinterhof. Ach doch, ja, okay. Nicht auf dem Hinterhof. Am Brunnen direkt, aber außerhalb. Also nicht da, wo der... Ja, gefunden. Der äußere Ring. Ja, genau. So. Hallo, Iris. Ich will ja nichts sagen, ja? Ja, Frau Pille war das. Ich möchte genau. Bitte, dass ja? Du mir jetzt sagst, dass ich alle Briefe habe. Wehe, so. Wenn nicht. Gut gemacht, du hast alle Valentinsbriefe ausgeteilt. Ja! HGW! Danke, danke. Ohne dich würde ich niemals zu Eidi gegangen sein. Na, ich denke mal, das wäre noch irgendwem im Stream aufgefallen, weil die doch jetzt alle aufstehen, oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt gleich offline. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder raus. Wo komme ich denn hier raus? Wo war denn der Ausgang? I don't know. Ich glaube, hier geht's raus. Ja, da vorne ist die Tram. Oder Straßenbahn. Und ab nach Fort Pinter.
dann gehe ich jetzt runter zum Strand und logge mich da aus. Okay. So, hier ist eine schöne Sicht. Das gefällt mir. So. Ja, und dann würde ich doch sagen, das war's dann tatsächlich. Dieses Foto, was ich jetzt mache, genauso wie andere Fotos, kommen dann innerhalb der nächsten 24 Monate auf Instagram, wie gesagt. Ne? Franzi, und Hallöchen. Und hallo Franzi. Okay. So. Das passt. Dann ich hiervon nochmal. Ach ja, ach ja. Ja, passt. Ja. Dann würde ich jetzt wirklich sagen, das war's mit SSO. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Danke für die Abos, die am frühen Morgen schon reingekommen sind. So langsam kommen wir auf die 3000. Ganz langsam, aber wir kommen. Weil YouTube ruft, rundet immer auf. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich, wir werden ab 1500 Abonnenten werden 2000 angezeigt und so weiter. Ach, daher. Ja, guck. Ja, das ist doch schön. Ja, das geht dann also doch eventuell schneller, als man denkt. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Euch noch einen schönen... Dienstag. Dienstag. Ich weiß wirklich, am überlegen, weil wenn man Urlaub hat, vergisst man die Zeit. Und ja, gestern habe ich es auch schon angekündigt, dass noch ein Stream kommt. Ich gehe mal davon aus, heute kommt auch wirklich nochmal einer. Dann würde ich sagen, vielleicht bis später. Bis dann. Tschö. Tschüss.